ja, einen anderen Parameter. Nintendo präsentiert. So, die allererste Folge sozusagen von Tears of the Kingdom. The Legend of Zelda. Oh nee, ich kann nicht mehr. Ey, shit, ich bin so aufgeregt. Tears of the Kingdom, vor allem dieses Herzklopfen noch. Oh mein Gott. Oh. Ey, Freunde, ich habe so lange drauf gewartet. Ich habe so lange gewartet, bis die meisten von euch durch sind, damit wir es gemeinsam spielen können. Und mich hat diese Wartezeit zerfressen, Mann. Mich hat die so kaputt gemacht. Oh mein Gott, Alter. Endlich anfangen. Das Miasma ist dichter geworden. Squeedy fragt, du spielst blind, oder? Ja, also ich habe die Orni schon gemacht, aber der Rest ist blind. Ich war noch nicht mal im Untergrund, gar nichts. Aber jetzt erstmal Konzentration auf die Cutscene. Oh Gott. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Grüß dich, Willi. Schön, dass du dabei bist. Dann bin ich nicht alleine. Leute, Willi hat den Bannhammer, also besser benehmen. Okay. Und Ferdinand mit 2 Euro im Superchat. Vielen Dank dafür. Ich will jetzt nicht zu laut reden, weil dann nehme ich die Stimmung weg. Er schreibt, schöne Ferien, Leute. Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Ich habe keine mehr. Ich bin jetzt zum Glück aus der Schule raus. Deswegen haben wir auch endlich Zeit, ordentlich Hyrule zu erkunden. Und das fängt hier auch schon mal an. Boah, guck, Alter, das, also die Grafik. Ich komme ja von der Wii U. Ich habe BOTW nie auf der Switch gespielt, sondern nur auf dem Emulator und der Wii U. Und da war das so laggy, aber hier ist alles so flüssig. Oh mein Gott, yes. Moin, der Riggler. Kommt wahrscheinlich von David. Viele, die damit in Berührung gekommen sind, wurden danach schwer krank. Für dich und mich ist diese Menge zum Glück noch nicht bedrohlich. Aber wo kommt es her? Warum tritt es gerade hier auf, unter Schloss Hyrule? Das ist eine gute Frage, die Zelda stellt, weil es ist ja was anderes als das Miasma, das wir aus BOTW kennen. Wir müssen tiefer hinein. Es könnte ziemlich gefährlich werden. Aber wenn du bei mir bist, habe ich keine Angst, Link. Gehen wir der Sache auf den Grund. Okay. Ja gut, den Anfang kennen wir natürlich alle schon. Game Sound bitte lauter, sagt ihr. Kann ich sehr gerne machen. Ich denke mal, ich mache den so auf minus 10 Dezibel, dann solltet ihr genug hören. Ist auch krass, dass man jetzt hier lustigerweise auf einmal volle Herzen hat. Oh mein Gott. Ich werde auch mich mal kurz etwas leiser machen auf die gewohnte Lautstärke. So, jetzt sollte das Audio ein bisschen besser gelevelt sein für euch. Wie gesagt, ich konnte es nicht komplett prüfen, weil in dem Stream hört das sich immer an als in meiner Aufnahme. In meiner Aufnahme habe ich es schon perfekt gebalanced. Aber wie ihr wollt, der Kunde ist König, die Zuschauer sind König hier. Also wenn es lauter oder leiser sein soll, dann richte ich mich dann euch. Oh Gott. Ich hätte mir ja nie vorzustellen gewagt, dass unter Schloss Hyrule ein solches Gewölbe existiert. Ach so, und Freunde, ich werde nicht unbedingt, oh Gott, sollen wir vorgehen? Okay, ich würde sagen, Zelda, du hältst dich mal hinter uns. Link? Ich werde nicht unbedingt synchron sprechen, also ich werde jetzt nicht eine Frauenstimme annehmen, wenn ich eine Frau spreche, weil dann ist meine Stimme, ich muss jeden Tag jetzt 2 Stunden streamen und dann noch 3 bis 4 Stunden jeden Tag Voice Lines für Videos aufnehmen. Ich sterbe dann wirklich. Deswegen, ich werde einfach ganz normal sprechen. Aber ich gebe euch so eine leichte Frauenstimme. Das Masterschwert. Oh, es leuchtet. Das Schwert, welches das Finstere zu bannen vermag, reagiert auf irgendetwas. Wenn wir hier fortschreiten, werden wir zweifelsohne auf dieses Etwas treffen. Seit die Verheerung versiegelt wurde, ist das Schloss der Verwahrlosung anheimgefallen. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass sich ein solcher Ort darunter befindet. Ja, wer hätte das schon? Also einfach so im Keller mal eine Riesenkluft. Und ich sehe auch gerade, hier kommen viele Donations rein. Freunde, ich lese sie nach der Cutscene hier vor. Wir sollten vorsichtig weitergehen, Link. Obwohl, ich will nicht, ich lese sie jetzt gleich vor. Okay, wir gehen langsam voran. Sabrina mit 5 Euro im Superchat und einem Sticker mit einer 1. Vielleicht ist es auch dein erstes Mal, dass du hier bist. Ich weiß nicht genau, warum du den gewählt hast, aber vielen lieben Dank. Und auch nochmal Claudi Nick mit 2,49 Euro schon wieder. Jetzt geht's los. Viel Spaß dir. Danke dir auch. Leute, Spenden, das möchte ich auch dazu sagen, 100% freiwillig. Ich verdiene mein Geld mit Werbeeinnahmen. Also da unterstützt ihr mich genug, dass ich auch wirklich mein Hobby hier zum Beruf machen kann. Wie gesagt, ich kann davon leben. Ich fliege jetzt nicht 3-mal im Jahr in Urlaub, aber es reicht. Deswegen alles freiwillig. Und bitte, wenn ihr noch
minderjährig seid und Taschengeld kriegt, dann bitte nicht spenden. Ich hab dann wirklich genug. Halt, Link, sieh nur, was liegt denn da? Oh, von den ganzen Ruinen habe ich auch noch keine Ahnung. Ruinen, Überreste einer vergangenen Kultur. Ist das eine Inschrift? Stammt dies etwa vom Volk der Sonau? Oh Gott, ja. Tatsächlich, wir haben in BOTW ja immer nur darüber philosophiert, sage ich mal, was die Sonau sind. Es hat Nintendo nie offiziell bestätigt. Und auf einmal weiß Zelda, was die Sonau sind. Woher der Sprung kommt, keine Ahnung, vielleicht erfahren wir das noch. Welch kurioser Ort. Die gemeißelten Inschriften. Ich ahnte es. Alles, was wir hier sehen, entspricht dem, was ich bei meinem Studium der Sonau gelernt habe. Die Sonau waren ein Volk, das vor ewig langer Zeit gelebt haben soll. In einer Zeit, die heute Sage geworden ist. Auch noch ein Euro von FZC Dani. Auch viel. Nee, ein Schweizer Franken. Die Schweizer Freunde sind auch dabei. Vielen lieben Dank dir, Dani. Oh, ich würde euch so gerne zeigen, was ich mit dem Geld gemacht habe. Aber das muss noch warten. Es ist noch nicht ganz fertig. Sie sollen über geradezu göttliche Macht verfügt und ihr Reich hoch oben am Himmelszelt errichtet haben. Und wenn ihr Name auch in zahlreichen Geschichtsbüchern fällt, so weiß man furchtbar wenig Konkretes über sie. Sie sind ein Volk der Geheimnisse, mysteriös und unergründlich. The Gamer Zockmann schreibt, dürfen wir eigentlich Tipps reinschreiben? Das dürft ihr sehr gerne, aber erst, wenn ich danach frage, weil wenn jetzt immer hunderte Leute Tipps reinschreiben, dann spiele ich das Spiel mehr oder weniger halt nicht selbst durch. Boah, wer ist das? Also wir kennen ja schon Rauru, ne? Soweit bin ich ja auch. Ich bin schon hier rausgekommen und war bei den Orni, wie gesagt, aber irgendwie, ich weiß nicht, sieht das nicht ganz aus wie Rauru. Ob diese Statue einen Sonau darstellt? Schau doch, welch lange Ohren. Sie sahen wohl ganz anders aus als wir. Doch wie nur sollen Spuren eines Volkes, das am Himmel lebte, tief im Erdreich unter dem Schloss zu finden sein? Es scheinen noch weitere Funde auf uns zu warten, Link. Lass uns weitergehen. Ja, das ist eine wirklich gute Frage, wie das passieren konnte. Kann ich mir auch schlecht erklären, weil wahrscheinlich müssen, genauso wie man es in Tears of the Kingdom auch sieht, ich gehe lieber vor, wir müssen die Frauen hier schützen, ein wahrer Held sein. Wahrscheinlich sind die, ja, Ruinen oder was auch immer das hier sein soll, damals vom Himmel, genauso wie die Brocken, die man so auch in Tears of the Kingdom sieht, herabgefallen. Noch mehr so nau. Oh, da sind schon wieder diese hässlichen Kackviecher. Ich hasse die Fledermäuse. Oh nein, oh Gott, fast Zelda geschlagen. Nutzen wir mal den Laser. Den nutzen viel zu wenig Leute. Für sowas ist der sehr, sehr praktisch. Alles in Ordnung, Link? Oh, also ich muss auch sagen, Zelda ist echt schön geworden in dem Spiel. Mir gefallen die kurzen Haare viel, viel mehr als die langen. Wandbilder. Das erinnert mich an unsere Geschichtsbücher. Die Aufzeichnungen beginnen in mythischer Vorzeit. Damals soll es einen gewaltigen Krieg zwischen uns und dem Dämonenkönig gegeben haben. Und diese Bilder. Es sieht aus, als würden sie dieselbe Legende beschreiben. Ja. Die kennen wir alle aus dem Trailer schon. Vor allem, wer ist das? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Rauru sein soll. Die Statuen, die wir gesehen haben. Ein weiterer Sonau. Und das scheint Hylianna wie wir zu sein. Es sieht aus, als wären die Sonau aus dem Himmel zu uns herabgestiegen. Ja. Das denke ich persönlich tatsächlich nämlich auch. Anders können die Ruinen und so hier gar nicht auf den Boden kommen. Meine Vorfahren, die Begründer der Königsfamilie. Es heißt, sie entstammten einer Vereinigung mit einem göttlichen Volk, das aus den Himmeln herabgestiegen war. Wenn man den Wandbildern Glauben schenkt, dann muss es sich dabei um die Sonau gehandelt haben. Ihr Blut vermischte sich mit dem der Hylianna auf der Erde. Und daraus entstand ein neues Reich. Oh mein Gott, die Musik ist so gut. Hilfe. Ja. Und dann betrat ein teuflischer Mann die Bildfläche. Er beraubte das Königreich einer gewaltigen Kraft.
Na, Träne kann man ganz eindeutig sehen. Alles hier entspricht genau den königlichen Geschichtsbüchern. Und dann wurde er zum Dämonenkönig. Sie taten alles, um ihn doch noch zu bezwingen. Wenn das hier dargestellte Wesen wirklich der ist, den wir als Dämonenkönig kennen, dann... Unglaublich. Ja, so viel, was... Muss das hier der große Krieg sein, von dem die alten Bücher berichten? Hier ist so viel, was erzählt werden muss. Ich habe keine Ahnung von all dem. Die Wandbilder sind eine Darstellung des Versiegelungskriegs. Hörst du? Dieser Fund ist sensationell. Oh, dieser Musikdrop auch einfach, wie auf einmal die Musik aufhört. Genau, lass uns mal die Fackel halten. Guck mal, das hier hat Pura für mich angefertigt. Zum Glück habe ich es mitgebracht. Ich kann damit alles hier aufzeichnen. Genau dafür ist es gemacht. Danke dir, sinnlos, die Hipster. Ach, du spendest viel zu viel Geld, Mensch. Spar das mal ein bisschen. Danke für deine geilen Videos immer. Nichts zu danken. Ich danke dir für deine 5 Euro im Superchat. Videos mache ich immer gern. Ich habe schon so viele gelagert. Also wir haben schon welche gelagert, die kommen. Ich habe das Gefühl, wir werden dazu nachher mehr. Darauf bald finden. Ja. Komm, Link. Machen wir uns nichts vor. Wir wissen alle, wer da hinten wartet. So weit waren wir alle schon. Und ich muss echt sagen... Oh, geht's hier noch woanders hin? Warte mal. Komme ich da her? Da kommen wir her, stimmt. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das schon versteckter Loot ist. Na gut, wir gehen mal vor. Brick on Brick fragt, wie geht es dir? Mir geht's perfekt. Ich bin super aufgeregt. Ich glaube, man hört das auch an meiner Stimme. Weil das ist zwar jetzt noch nichts Neues für mich, aber es gucken so viele Leute zu und das ganze Spiel an... Also der Rest des Spiels ist neu für mich. Und ich habe so lange drauf gewartet. Und ich sag mal, bei der Atmosphäre hier... Ey... Ich... So gut gemacht, wirklich. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Switch nicht mal die stärkste Hardware hat, ist es völlig absurd, wie gut das Spiel aussieht. Es müsste verboten gehören. Also die Leistung, was Nintendo da rausholt, immer eine günstige Konsole anbieten. Und ja, die Nintendo-Konsolen sind verglichen mit PlayStation und so sehr, sehr günstig. Und dafür die Leistung, was man einem hier der ganzen Familie zur Verfügung stellt. Nintendo, super. Ich habe zwar nicht immer die beste Beziehung mit Nintendo, gab auch schon mal Sachen, wo ich jetzt nicht so erfreut war, aber ansonsten definitiv fantastische Firma. Wirst du die 100% machen? Ja, das werden wir. Wir werden zwar erstmal die Story durchspielen, aber im Nachhinein, ich denke mal, wenn wir den Endboss besiegt haben, machen wir die 100% mit Crocs und so voll. Ich weiß nicht mal, ob es, wie viele Crocs es gibt, ob es wieder 900 sind, so wie damals im BOTW, aber wir werden es herausfinden und die Musik wird immer lauter. Ich höre fast meine eigene Stimme nicht mehr. Scheiß drauf, einfach raus da! Wo sind wir hier? Lass uns gehen, Link. Und sei bitte ganz, ganz vorsichtig. In Ordnung. Oh, nee. Was ist das? Grüß dich, Pixto. Tja, jetzt ist die Frage, ist das die Träne aus der Legende von dem Wandbild, die er damals von der Frau genommen hat? Vielleicht Zeldas Mutter? Ich weiß es nicht. Weil in dem Wandbild vorhin hat er auf jeden Fall eine Träne gehabt. Oh, ist das ekelhaft. Und moin. Okay. Das heilige Masterschwert ist einfach zerbrochen. Das konnte ich auch damals, als ich die Szene das erste Mal gesehen habe, schon nicht fassen. Das soll das heilige Bannschwert sein. Und mein Miasma lässt es einfach so zersprengen. Ein nutzloser Krieg.
Zelda. Und du, Träger des Bannschwertes. Alter, Ganondorfs Synchronsprecher hat so eine gute Leistung abgeliefert. Wahnsinn. Aus große Prophezeiung. So jämmerliche Firma. Woher kennst du unsere Namen? Ey, was? Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Ey, der hat die ganze Zeit im Keller gepennt. Der hat einfach ein Mittagsschläfchen gemacht. Wie hat das keiner gemerkt über all die Jahre? Vor allen Dingen, er ist auch einfach so ein Giga-Chat, dass er sich mit in die Tiefe stürzen lässt, weil er ganz genau weiß, ihm passiert nichts. Ey, der Typ ist nur noch Staub und Knochen, wie kann der so mächtig sein? Und die Szene kennen wir auch aus dem Trailer. Er findet sie nicht mehr. Und jetzt warpt sie einfach weg, sie fällt nicht... Sie fällt einfach weg und der Arm bewegt sich. Ich. Vor allen Dingen. Vor allen Dingen, ich weiß ja, ich habe ja schon ein bisschen weiter gespielt, aber ich verstehe immer noch nicht, warum das Sinn machen soll. Warum kann Zelda sich auf einmal warpen? Also teleportieren? Ich glaube nicht, dass das Zelda persönlich war. Und selbst wenn sie das Pucherpad zum Warpen benutzt hätte, zum Teleportieren, müsste eigentlich, ich glaube, ein blauer Effekt kommen. Ist das auch in Tears of the Kingdom ein blauer? Und hier war es aber ein gelber. Ich habe ja schon damals die erste Cutscene gesehen, wo Zelda Rauru und Sonja oder so heißt sie getroffen hat. Aber ehrlich gesagt habe ich da, ich habe gefühlt Alzheimer. Ich habe das halt wieder vergessen. Ich weiß, dass Rauru und Sonja, das habe ich damals in meinem Let's Play, wie gesagt, es waren 29 Folgen, es war nicht weit, also da sind wir, in einer Woche sind wir da safe, die Gründe Hyrule sein sollen, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich Ganondorf beim Runterfallen auch teleportiert und hat deswegen keinen Schaden gekriegt, oder vielleicht hat er auch Schaden bekommen, keine Ahnung. Weil auf den Artworks ist Ganondorf hier so ein komplett muskelbepackter Riese und hier war ja so ein Klappergestell. Also der hat danach auf jeden Fall erstmal Massephase gemacht. Okay, und hier haben wir Rauhus Arm. Boah. Du bist also erwacht, Link. Zelda hat mir viel von dir berichtet. Du hattest eine ernste Verletzung erlitten. Ich bin froh, dass du am Leben Ich kann mir vorstellen, dass Rauru auch Zelda gerade teleportiert dein hat. Dein Arm war von Miasma zerfressen. Ich musste ihn ersetzen, um dein Leben zu retten. Weil er hilft ja auch gerade Link. Und da Link so ziemlich genau neben Zelda war, ist es wahrscheinlich, dass auch Zelda geholfen hat. Und hier finden wir unsere treueste Waffe, soweit ich mich erinnere, oder richtig erinnere, war hier kein anderer Loot mehr. Das legendäre Master Sword. Oder was davon noch übrig ist. Alter Verwalter, das Ding hat's komplett zerfressen. Zerfressenes Master Schwert. Das Schwert besitzt die heilige Kraft, das Böse zu bannen. Jedoch ist es vom Miasma unter Schloss Hyrule zerfressen. Oh Gott. Träge 32 schreibt, der heilige Bannknüppel.
Oder der heilige Bann Krüppel, ja, passt sogar tatsächlich. Aber so kurz das Schwert auch sein mag, es ist ja mehr jetzt teilweise eher ein Dolch als ein Schwert, wollen wir hier trotzdem nochmal die Lianen damit wegschneiden. Ich glaube tatsächlich, mich zu erinnern, wir machen das mal ganz kurz an, weil ich will hier in der Anfangssequenz jetzt auch nicht so lange Zeit lassen. Also ich werde hier keine Cutscenes skippen, es sei denn, wir haben die schon mal gesehen, weil wir jetzt gestorben sind oder so. Aber wir könnten gleich was ausprobieren, was ziemlich cool wäre, wenn das funktioniert. Und das ist eine ganz gute Frage von Topspin. Wieso hebt Ganondorf das Schloss in die Höhe? Ja, wahrscheinlich, weil er sich... Obwohl, hebt er sich damit mit in die Höhe? Er ist ja eigentlich runtergefallen. Ansonsten hätte ich gesagt, um sich erstmal ein bisschen Zeit zu kaufen und sich zu regenerieren, aber das macht nicht wirklich Sinn. Naja, gut. Und zwar müsste es klappen... Das habe ich mal in einem Short gesehen, ich glaube von Hübe dem Guten war das, dass man hier irgendwie am Anfang direkt hochkommen kann, ohne die richtigen Dinger dafür schon zu haben, die richtigen Fähigkeiten. Allerdings glaube ich, dass wir dafür mindestens den Deckensprung brauchen. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, lasst uns raus. Ich weiß, dass es hier in der Höhle auch nichts gibt. Und dann stellen wir uns den Abenteuern, dann geht die Reise endlich los. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, bekommen wir hier noch irgendwo unsere Hose? Oder war das das Shirt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich den einen Defense Point oder was das war, zwei, ich glaube einen, sehr gerne mitnehmen. Alter Verwalter, Freunde, guckt euch das mal an. Also in Tears of the Kingdom muss man sich auch einfach mal die Zeit nehmen, das alles anzugucken. Hier sind wirklich komplette Bauten und hier ist auch tatsächlich, die Plattform war wahrscheinlich nicht ohne Grund da. Sondern da wollte man wirklich runterspringen. Von da oben, ey. Die Leute sind doch verrückt. Ich würde das niemals mit dem Köpfer machen. Im echten Schwimmbad. Ah, okay. Das alte Beinkleid. Einfache und klassische Beinbekleidung. Sie ist zwar schon abgenutzt, aber erfüllt noch ihren Zweck. Die Sandalen sind etwas mühselig zu schnüren. Genau, das werden wir auch direkt mal ausrüsten. Das können wir schnell machen. Ja, ich weiß nicht, wer von euch... Also Sandalen... Was war das jetzt? Was war das für ein Pop-Up? War es fürs Klettern? Warte mal, hier war doch gerade ein Pop-Up. Bin ich verrückt? Das war nicht das fürs Klettern, oder? Ach hier, das war's. Hochspringen, okay, ich dachte schon. Irgendein versteckter Krog wie bei Pokémon, manche Items. Gut dann, Freunde, lasst uns raus in die Sonne. Und der Moment, wo man das allererste Mal die Außenwelt sieht und merkt, dass man als BOTW-Spieler auf einmal hoch oben im Himmel ist, weit über dem Todesberg da hinten und hier einfach wie ein Verrückter runterspringt und die Opening-Sequenz kommt, ist einfach so wahnsinnig gut gemacht. Oh... Christoph Klotz fragt, warum spielst du das erst jetzt? Das habe ich in dem Ankündigungsvideo gesagt. Ich habe damals schon angefangen, offline auf dem Zweitkanal. Allerdings hat es mir ein bisschen gefehlt, dass ich mit euch chatten kann. Und deswegen habe ich ein bisschen gewartet, bis die meisten von euch durch sind mit dem Game, dass wir hier auch gemeinsam zocken können und ich hier keinem die Spoiler ranreite. Oh, ja. Okay, die Himmelsinsel. Oh, yes. Die Musik ist so geil. Oh, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Oder sollte ich vielleicht eher sagen, The Legend of Zelda Meister, Tears of the Kingdom in diesem Fall. Gut, dann lasst uns mal runter, obwohl ich würde tatsächlich ganz gerne... Oh, dieser Musikjob. Oh, ja. Ich würde tatsächlich ganz gerne erstmal da oben hin. Ich weiß nämlich nicht, ob da schon Krog war. Ich weiß, in meinem Let's Play, jeder, der das gesehen hat, das waren ja auch ein paar hundert, beziehungsweise ich glaube, der erste Part hatte sogar ein paar tausend Aufrufe, dass ich immer alles erkunde. Gut, wir könnten theoretisch hier rumgehen. Ich glaube, mit einem Ausdauerring sollten wir das hier längst schaffen. So. Okay. Gut, ich glaube, ich weiß nicht, war da hinten noch ein Krog? Freunde, ihr könnt mir ja sehr gerne mal, also schreibt einfach mal in den Chat, dann kann es auch jeder lesen, was ihr bevorzugt. Das BOTW-Plateau oder von Tears of the Kingdom die Himmelsinsel? Ein Himmelspilz. Oder ein Himmelpilz.
Nee, doch ein Himmelspilz. Ein gewöhnlicher Pilz, der in der Nähe von Bäumen auf Himmelsinseln wächst. Iss ihn, um deine Herzen aufzufüllen. Ja gut, das ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Es ist praktisch wie der Hyrule-Pilz aus BOTW. Okay, ich glaube hier hinten waren... Irgendwas war hier auf jeden Fall. Also, um da mal auf die Frage zurückzukommen. Ich persönlich zum Beispiel muss sagen, dass ich das, gut, vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, das so zu beurteilen, weil das BOTW-Plateau habe ich gefühlt wirklich 12 Mal gespielt, also absurd lang. Ich habe ja alleine schon, ich glaube, 7 Accounts waren das, nur für die Aufnahmen damals gehabt. Dann noch 2 Stream-Accounts. Es war absurd, also ich hatte so viele BOTW-Accounts, das war unmenschlich. Teilweise hatte ich auch keinen Überblick da mehr und musste mir erst checken. Ich glaube, hier, der Baum ist auf jeden Fall ein bisschen... Sass, wenn man heutzutage sagt. Okay, ist nichts dabei. Ja, und es wird ziemlich, obwohl eigentlich dauert es nicht so lange, bis man den Paragleiter bekommt. Den werden wir auch uns gleich mit als erstes holen, weil es das Spiel natürlich massiv vereinfacht. Hier ist nichts. Ne, ich glaube, hier war kein Krog mehr. Gut, dann ist auch im Prinzip egal. Wir werden zwar durchaus gucken, dass wir die Krogs mitnehmen, weil wir definitiv eine größere Tasche brauchen. Aber die meisten Crocs werden wir dann bei Part, lass es 200 oder so sein, wenn wir die ganzen Prozente voll machen. Da will ich jetzt nicht wirklich, oh Gott, wie kommen wir denn jetzt hier wieder runter? Hilfe! Nicht wirklich jeden Abschnitt so genau. Ey, jetzt komme ich hier nicht mehr runter, bitte! Oh, nein, nicht fallen. Aber das finde ich an den Ecken auch ein bisschen ungünstig gelöst, dass man so genau da immer rankommen muss. Ja, also, wie werden wir das Ganze machen? Ich versuche, wie gesagt, wir werden immer von 16 bis 18 Uhr ungefähr spielen. Ich versuche pro Stream tatsächlich eine Besonderheit einzubauen. Ich kann euch auch nicht verraten, ob ich, wie gesagt, jeden Tag streamen kann. Weil, wie gesagt, am Samstag habe ich zum Beispiel Geburtstag und am 19. Feiern wir den. Oder wir sind uns da noch nicht ganz sicher, also wie gesagt... wie wir das machen. Da werde ich zum Beispiel nicht streamen und manchmal kann es sein, dass ich mir einfach eine kurze Auszeit nehme, 1-2 Tage, weil meine Stimme nicht mitmacht. Weil ihr dürft nicht vergessen, ich werde jetzt jeden Tag 2 Stunden lang im Stream reden müssen und dazu noch 4 Stunden Voicelines. Also für so ein, ja, ich sag mal, die Route lese ich jetzt nicht vor. Ich sag mal, so ein 20-Minuten-Video brauche ich immer für die Voicelines ungefähr 4 Stunden. Also ihr merkt schon, das ist sehr, sehr viel, weil ich einfach auch Mistakes drin habe, die dann natürlich rausgeschnitten werden, beziehungsweise gar nicht ins Video reinkommen. Und wenn ihr 6 Stunden am Tag immer mit voller, ich sag mal, mit vollem Einsatz und Betonung reden müsst, dann kriegt ihr irgendwann echt Hals. Also, das waren BOTW-Zeiten bei den Streams damals ja schon, wenn wir 5 Stunden gestreamt haben und so. Da, aber ich versuche das möglichst nicht zu machen. Wie gesagt, je länger wir das machen, desto weniger wird das auch kommen, weil meine Stimme gewöhnt sich natürlich auch dran. Okay, ich denke mal, wir werden mit dem Master Sword erstmal kämpfen, weil das macht auch einen Schaden. Na komm, Schlag zu. Flurry Rush im richtigen Zeitpunkt. Macht auch einen Schaden genauso wie der Stock, nur dass hier... Oh, ich bin so... Ja, komm. Das kann eh nichts. Einfach rauf da jetzt. Zack. Okay. Okay, Master Schwert regeneriert sich. Bam. Okay, sehr gut. Hier immer schön alles mitnehmen. Wir brauchen auch... Oh, sehr schön. Alpha-Krieger-Konstruktoren. Ein klingenähnliches Horn, das sehr scharf ist und mit Vorsicht gehandhabt werden sollte. Genau, und die Sonau-Energiesphäre. Material, das unter anderem Konstrukten als Energiequelle diente. Es strahlt eine starke Kraft aus, genau. Ja, von denen werden wir so massiv viele gebrauchen können. Einfach nur für die Sonau-Bauteile später. Auch hier haben wir schon mal einen einfachen Stock mit 4 Attack Damage. Ist das praktisch der Boko-Club. Finde ich auch interessant, wie sie die Werte in dem Spiel relativ gleich gelassen haben. In welcher Version spielst du? Fragt Topspin. Ich spiele immer in der neuesten. Also ich habe auch überlegt, ob ich wie Domi und so auf dem Emulator spiele für bessere Grafik. Aber da kommt es dann teilweise zu Missanzeigen. Wenn man ins Inventar geht, hat man Blackscreen. Und ich will euch die ganze Experience des Spiels bieten. Deswegen spielen wir schön auf der Switch. Und es läuft so flüssig. Es ist so verdammt gut. Ein Ass, der wie ein Schwert geformt ist. Naja, kann man drüber streiten. Gut zu greifen und aufgrund der Gewichtsverteilung leicht zu handhaben. Du kannst ihn ausrüsten und als Waffe verwenden. Sehr gut, ja, dann nehmen wir den mit. Freunde, ich würde euch generell sowieso immer empfehlen, so wie ich das jetzt hier mache, immer erst die schwachen Waffen, wie zum Beispiel die Ruten, zu benutzen. Tatsächlich macht die Rute sogar 2 Schaden. Okay, weiß ich gar nicht. Hat die im BOTW auch schon 2 Schaden gemacht? Klingt jetzt vielleicht abgehoben, aber mit so schlechten Waffen habe ich mich sehr schnell nicht mehr rumgegeben, weil
dann einfach keinen Grund dazu hatte. So, Seildermeister, ich muss jetzt weg. Alles klar, Willi. Genau, ihr bleibt alle respektvoll. Ich weiß nicht, ob vielleicht die Kenner hier noch vorbeikommt. Und alles klar, dann vielen Dank dir fürs Zugucken. Ich will nicht sagen fürs Aufpassen, sondern fürs Zugucken. Und wir werden so lange versuchen, die Himmelsinsel abzuschließen. Das sollten wir heute schaffen, zumindest sehr, sehr weit kommen. Wie gesagt, ich werde mir hier auch nicht mehr viel Zeit lassen, denn ich kenne die Himmelsinsel bereits, ihr kennt die Himmelsinsel bereits. Ich werde euch jetzt hier mal zeigen, was ich im Speedrun kann. Ich werde jetzt Speedrun ohne zu Speedrun. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht, aber ja, so ist es. Okay, hey mein Freund. Ich habe dich bereits erwartet, Meister Link. Prinzessin Zelda hat mir etwas für dich anvertraut. Okay, hier ist das Pura-Pad, das eigentlich Zelda gehört und hiermit... ist es im Prinzip schon klar, dass sie irgendwie was mit der Zeitreise... Ich habe das gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber irgendetwas mit der Zeitreise muss es zu tun haben, weil sie ist genauso runtergefallen wie wir. Und sie kann jetzt hier nicht einfach mitten auf der Insel gewesen sein und einem Konstrukt ein Pura-Pad anvertraut haben. Mir wurde gesagt, dass dir dieses wertvolle Stück den Weg weisen wird. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich kann die Texte gar nicht vorlesen, ist das peinlich. Ja, das Pura-Pad, das einfach aussieht wie eine Switch. Also das ist halt wirklich ein geiles Detail. Einfach die Switch in der Hand. Pura-Pad. Prinzessin Zelda weiß kaum einen Gegenstand mehr zu schätzen als das Pura-Pad. Es hat einige für ein Abenteuer äußerst nützliche Funktionen zu bieten. Genau, das werden wir auch dringend benötigen. Ich habe es nun auf Prinzessin Zeldas Geheiß dir übergeben, Meister Link. Meines Wissens nach soll sich Prinzessin Zelda an dem Ort befinden, der auf der Karte des Pads angezeigt wird. Wo bin ich hier? Dies ist der Garten der Zeit. Auch ein schöner Name. Ja, sie ist da unten im Tempel der Zeit. Wissen wir ja. Und das dort ist der Tempel der Zeit. In vergangenen Zeiten wurde an dieser Stätte Riten und Zeremonien des Königreichs abgehalten. Oh, das Spiel ist so schön hell, hat so tolle Farben, ich liebe es. Doch heutzutage besucht diesen trostlosen Ort niemand mehr. Grüß dich, Finn Luca. Und auch Jacqueline, viele Grüße. Okay, wie machen wir das? Ich würde sagen, ja, wir gehen einfach straight die Line durch. Ihr könnt ja mal sagen, welchen Schrein ich zuerst machen soll, falls ihr da Vorleben habt. Im Prinzip ist es aber relativ egal. Also wir können einfach runter alle Schreine der Reihe nach abschließen. Wir werden auf jeden Fall auch diesen Konstruktboss, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißen, ich glaube das große Konstrukt, unten auf der Plattform erledigen. Das sollten wir auf jeden Fall heute alles schaffen. Also nächstes Mal geht's definitiv zu Lookout Landing, falls wir es nicht heute sogar schon schaffen. So, alle Äpfel mitnehmen. Ich werde natürlich, Freunde, auch alle Tipps, denn ich informiere mich natürlich immer weiter. Jetzt keine story-relevanten Spoiler, aber ich weiß schon das ein oder andere, den ein oder anderen Kniff, was Materialien angeht. Deswegen werde ich auch euch, so dumm das klingt, tatsächlich auch euch Tipps geben. Obwohl ihr dafür eigentlich für mich da seid, aber wir werden sehen. Oh, du bist es. Du bist zum ersten Mal hier, stimmt's? Möchtest du damit gegen die Militärkonstrukte kämpfen? Nee, eigentlich nicht. Können wir gehen? Sie wurden von den Sonau damit beauftragt, diese Himmelslande zu schützen. Sobald sie dich entdecken, werden sie dich als Eindringling betrachten und versuchen, dir den Garaus zu machen. Setzt du deinen Weg fort, wirst du dich ihnen stellen müssen. Scheue bitte im Kampf mit ihnen keine Mühe. Vielleicht kennst du es schon, doch lass mich dir eines jener Mittel verraten. Bitte höre aufmerksam zu. Du solltest stets den passenden Abstand einhalten und die Zielerfassung, also ZL drücken, statt willkürlich um dich zu schlagen. Genau, ZL. Ich lasse dich die Zielerfassung mit Freuden an mir selbst ausprobieren. Doch, bitte nicht angreifen, nur ausprobieren, ja? Genau, er ist ein richtiger Masochist, das merke ich jetzt schon. Der stört... Erstmal, man kennt's, wie Link alles kaputt machen. Schön die Knete sammeln und hier ist nichts drin. Obwohl doch ein Apfel. Besser als nichts, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und noch ein Apfel, sehr schön. Gut, dann probieren wir bei dem Kollegen jetzt erstmal kurz die Zielerfassung aus. Ja, er wird jetzt nicht mehr viel sagen. Ich würde sagen, wir gehen direkt runter Richtung Tempel der Zeit, beziehungsweise die ersten Schreine machen. Ja, dann lasst uns... Oh, man kann hier auch A drücken, um abzuspringen. Okay, und unten sind wir. Oh, eine Kröte! Eine Sportkröte. Eine Kröte, die oft an Gewässern zu finden ist. Wenn man sie zusammen mit Monsterzutaten zubereitet, erhält man Medizin, die das Tempo steigert. Die hat sich auch gedacht, was zur Hölle geht hier ab? Auf einmal kommt einfach so ein Hylianer von oben runtergesprungen
und schnappt sich die Kröte. Okay, lass uns das Konstrukt fertig machen. Der hat einen Knüppel. Oh komm, wir nutzen gleich die stärkeren Waffen. Wir haben genug Knüppel. Oh, was hat der für Reichweite? So, Quickspin. Seinen Knüppel aufsammeln. Okay, die sollten wir vielleicht kurz wegwerfen für den Stock. Und die Materialien hier mitnehmen. Ich werde jetzt nicht lange auf den Stöckern drauf rumreiten. Im Prinzip, wenn wir ganz ehrlich sind, bekommen wir auch schon schnell genug wirklich die Knüppel zur Hand gelegt. Und die sind deutlich stärker mit doppeltem Schaden. Und zusätzlich halten die auch mehr aus. Meine Güte, ist das neblig hier. Und meine Freunde, die hässlichen Emus. Stehen bleiben. Bam. Oh, Mist. Die geben gut Fleisch. Das kann man am Anfang sehr gut gebrauchen. Okay, morgen ist schon wieder Schule in Niedersachsen. Echt, Maxim? Krass, ich dachte, obwohl stimmt, ich habe schon was davon gehört, dass in manchen Teilen die Schule wieder beginnt. Wie gesagt, ich gucke da jetzt gar nicht mehr wirklich hin, weil ich bin schon durch mit der Schule. Ich habe keine Ferien mehr oder so, aber für die von euch, die Ferien haben, glaubt mir, das habe ich die letzten Monate, als ich aus der Schule rausgekommen bin. Oh, die rufen Alarm. Okay, jetzt müssen wir gucken. Hier werden Flurry Rush sehr, sehr wichtig werden. Okay, der Einschlag noch, den haben wir, okay. Jetzt muss ich versuche mal den mit dem Stock erstmal, okay. Wir können auch versuchen. Ja, oh, verdammte Hacke. Oh, lass uns erstmal den hier machen. Okay. Okay, sehr gut, darauf wollte ich hinaus. Wenn ihr mehrere Gegner habt, dann ist eure einzige Chance im Prinzip meistens eh, lasst uns mal die Routen hier. Yeet! Eure einzige Chance sowieso immer mit dem Flurry Rush zu arbeiten. Ansonsten, so wie ihr es gerade bei mir gesehen habt, wird euch einfach irgendein anderer Gegner schlagen. Okay, lasst uns die ganzen Stöcke auch gleich noch mitnehmen. Und die Lanze auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das könnt ihr auch gerne mal in den Chat schreiben. Ich bin großer Fan, mit Lanzen zu kämpfen. Ja, man hat jetzt nicht unbedingt ein Schild dabei. Obwohl, ich glaube, mit der Fuse-Fähigkeit geht das sogar. Macht dann natürlich nicht so viel Schaden mit dem Speer. Aber theoretisch kann man mittlerweile an zwei Händern und Speeren tatsächlich Schilde haben, müsst ihr halt einfach nur ranfusen mit der Synthese. Da hinten sind noch ein paar Pilze, lasst uns die auch noch mitnehmen, sehr gut. Und dann mit dem Kollegen hier reden. Ein Rösthimmelspilz und links steht schon die Anzeige neu mit dem Kochrezeptbuch. Das werden wir später noch bekommen, glaube ich. Die Hitze beim Rösten hat den Geschmack dieses Himmelspilzes noch verbessert. Außerdem kann der Pilz Herzen besser wieder auffüllen als ein ungeröstetes Exemplar. Das stimmt. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, eins der witzigsten Sachen. In BOTW am Anfang ist der alte Mann am Braten, röstet da seinen Apfel und wenn wir den aufsammeln, werden wir angesprochen. Hier einfach eins zu eins das gleiche mit einem Konstrukt. Ah, das habe ich geröstet. Doch, na gut, bitte nimm es. Dankeschön. Oh, entschuldige, ich musste gerade nochmal genau hinsehen. Wir begegnen uns ja zum ersten Mal. Dann hör gut zu. Eine der Aufgaben von Konstrukten ist es, Leuten wie dir diverse Sachverhalte zu erklären. Das habe ich gemerkt, deine Brüder haben mich gerade angegriffen und wollten mir einen Knüppel über den Kopf ziehen. Ein bisschen mehr Respekt für den Helden. Wenn du also Fragen hast, wende dich an Konstrukte. Wir werden sie beantworten. Sollte dir beispielsweise nicht klar sein, was es mit dem Rösten von Zutaten auf sich hat, frag ruhig nach. Genau, und warum das Let's Play, fällt mir gerade auf. Das chaotischste Zelda TOTK Let's Play heißt, das werdet ihr noch merken. Ich sortiere mein Inventar nicht, ich habe im Prinzip keine Struktur bei dem, wo ich hingehe. Im Prinzip mache ich einfach genau das, was ich gerade möchte und meistens endet das in kompletten Chaos. Ich greife auch manchmal mit Waffen an, die viel zu schlecht sind, weil ich zu faul bin, mein Inventar auszusortieren. Ihr werdet wirklich noch, ich bin auch lost, wenn ich irgendwas suchen soll. Also manchmal in der Vergangenheit bei BOTW haben mir Leute, keine Ahnung was das waren, 12 Minuten in den Chat geschrieben, wo was ist und ich habe es nicht gefunden, obwohl ich direkt vorstand. Den Namen Chaosmeister, wie Cookiestar gerade schreibt, den habe ich nicht ohne Grund. Ich bin im Prinzip Verspätmeister. Oh, ein Schild. Den hätte ich sehr gerne. Okay, können wir, Link, wie sieh doch mal den Typen hier an. Sehr gut, jetzt müssen wir im Prinzip ausreichen. Ein bisschen ran und dann zurück. Oh. Nein! Jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh, bitte lass mich das noch überleben. Nein! Das ist die Seerose. Ich glaube, wir schaffen es noch. Ja, man verbraucht auch gefühlt deutlich weniger Ausdauer beim Schwimmen als früher. Mann, ich will da hoch. Das Konstrukt ist fies. So, manchmal, das habe ich auch so wirklich... Das muss ich jetzt sagen, feiere ich an Tears of the Kingdom momentan noch nicht so. Vielleicht wird es mit dem Update behoben, ich kann es mir aber nicht so wirklich vorstellen, dass so wie eben die Zielerfassung nicht funktioniert. Also Link guckt seitlich und wenn ich jetzt einen Backward-Jump, also einen Rückwärtssprung gemacht hätte, wäre Link einfach komplett in den Typen reingesprungen. Da musst du
zurück anvisieren. Auf einmal springst du die Klippe runter. Das ist etwas, das passt mir noch nicht so ganz so gut. Okay, lass uns nochmal fix suchen. Jetzt gibt's dem Typen richtig einen auf den Dülz. Ich glaube, wir könnten theoretisch auch mal mit der Lanze kämpfen. Wenn mich nicht alles täuscht, das kann ich euch gleich mal zeigen, kann man mit der sogar einmal hier hoch. Ich wollte auch noch ein Combat-Tipps-Video machen, den kurz anvisieren und dann das aufladen. Wenn wir doll genug aufladen, müssten wir ihm den Schild aus der Hand schlagen können. Und er müsste Knockback kriegen, jawohl. Und jetzt ganz schnell den Schild klauen. Das ist wichtig, weil jetzt kann er sich damit nicht mehr ausrüsten. Zack. Und jetzt können wir ihn eigentlich auch mit der Lanze noch kaputt kloppen. Bam. Und jetzt Sprungattacke. Bam. Schön auf den Kopf gestochen. Sehr gut. So, da haben wir alles. Was hat er hier? Ach, hier ein verrostetes Schwert. Nee, komm. So ein Quatsch brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob ihr gerne... Ich mache ja momentan so eine Tipps and Secrets-Reihe, weil es einfach so unfassbar viel in Tears of the Kingdom davon gibt. Aber wenn ihr Combat-Tricks haben wollt, könnte ich dazu auch mal Videos machen. Okay, jetzt aktivieren wir erstmal das Tor. Beziehungsweise... Uns wird der Eingang verweigert. Okay. Diese Pforte öffnet sich nur für jene, die über die nötige Kraft verfügen. Verzeih mir, ich wollte dich nicht erschrecken. Und hier ist er. Du hast bereits meine Stimme vernommen und dein rechter Arm gehörte früher einmal mir. Rauru. Rauru, einstiger Besitzer des rechten Arms. Bitte sieh mir nach, dass ich dir in dieser Form gegenübertrete. Leider besitze ich keinen Körper mehr. Es interessiert mich auch echt mal. Ist er an Altersschwäche gestorben oder so? Wird aber auch krass, das rauszufinden. Zurück zu dieser Pforte. Eigentlich sollte sie sich mit meinem rechten Arm öffnen lassen, doch er scheint geschwächt zu sein. Du musst wohl seine Kraft wiederherstellen. Dies könnte dir gelingen, indem du ihn in heiligem Lichte badest. Sieh mal, ich würde dir raten, den Schreinen auf dieser Insel einen Besuch abzustatten. Genau, einfach mal die Schreine absolvieren und dann haben wir die Power. Und okay, ja, wer meinem Let's Play zugeguckt hat, ich habe mich darüber mit Okamsen unterhalten, wer das nicht weiß. Okamsen, Lino und Schneile und ich sind mittlerweile recht dicke im Zelda Space, also wir tauschen uns jeden Tag aus, ja, jeden Tag. Also es macht unfassbar mir viel mehr Spaß jetzt Zelda, naja, zu spielen, YouTube zu machen, je nachdem, wie man es packen möchte, seitdem ich mit den anderen Jungs jeden Tag im Austausch stehe. Also wir helfen uns gegenseitig teilweise auch bei Videos, das ist mega. Die Jungs sind super, also wenn ihr bei denen noch nicht vorbeigeguckt habt, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dann bitte tut das, also ja. Aber was ich sagen wollte ist, ich habe mich mit Okamsen darüber schon ausgetauscht. Ich stelle mich in vielen Schreien extrem holzig an, also ich bin... Ich weiß nicht, ob ich das so sagen sollte, weil ihr kriegt dann so den Eindruck, dass ich total unfähig im Spielen bin. Aber ich habe gefühlt zum Beispiel in meinem Let's Play in den ersten 30 Folgen oder den einzigen 30 Folgen beziehungsweise 29 einfach vergessen, dass ich einen Deckensprung habe. Ich habe meine Abilities nicht richtig genutzt, habe dadurch beim ersten Schreien, den wir gleich machen werden, das werdet ihr gleich sehen, Freunde, habe ich schon meine Probleme gehabt. Es war, offen und ehrlich gesagt, war es eine Frechheit. Aber ja, ich find's besser. Also so, es gibt wirklich so unfassbar viele Wege, Tears of the Kingdom zu spielen. Jeder macht es anders und das ist so cool. Also, dass jeder die Schreine anders macht, vor allem auch anders machen kann, ja. Also, dass es nicht nur eine Lösung gibt, ist super. Okay, gegen den Typen sollten wir jetzt eventuell wirklich Gebrauch vom Schild machen. Lasst uns mal hier die ganzen blöden Stöcker verwerfen. Da können wir den Damage noch mitnehmen. Oh Gott, er kriegt gar kein Knockback davon. Wir müssen auch aufpassen, weil ich habe jetzt nur 1,5 Herzen. Das ist jetzt nicht so verdammt viel. Sammeln wir mal den alten Holzbogen auf. Ein hölzerner Bogen aus alter Zeit. Er ist nicht sehr stark, da er vor allem für die Jagd ausgelegt ist. Sehr gut, damit können wir gleich die Emos schlachten gehen. Ich bin schon wieder am Tiere quälen hier. Es tut mir leid, aber wir brauchen auch das Essen. Und 5 Holzpfeile. Gut, die muss ich jetzt nicht unbedingt vorlesen. Ja, wo gehen wir zuerst hoch? Entweder hier. Ich weiß ja nicht, ob es hier oben was gibt. Oder gleich zum Schrein. Ich denke mal, wir werden... Oh, also Freunde, jetzt mal ernsthaft. Wie geil sieht das bitte... Oh, das ist so gut gemacht. Okay, wir müssen hier später hoch.
Oh nee. Nein, jetzt bin ich hier direkt in den Gegner rein. Okay. Oh, da habe ich wirklich maximal alle drei Schläge rausgeholt. Und dann noch den Flurry Rush gemacht. Ich komme zu alter Form zurück, Freunde. Je länger wir das hier spielen, desto besser werde ich. Da kann ich euch endlich mal zeigen, was ich drauf habe. Oder was ich auch nicht drauf habe. Das werden wir sehr bald erfahren. Wenn ich meinen Arm verliere, ich schwöre, ich will so einen Arm wie Link. Hi Flux, das kann ich bestens nachvollziehen. Also, wenn man schon irgend... Also, darüber macht man eigentlich keine Scherze. Das soll auch auf keinen Fall ins Lächerliche gezogen werden, weil manche Menschen haben leider das Pech im Leben, dass sie körperlich beeinträchtigt sind. Aber wenn man schon irgendwas eintauschen muss, ein Körperteil, dann doch gegen ein cooles, verbessertes. Also so ein wie Rauru würde ich nehmen oder so wie in Star Wars mit der Macht, wo man einfach Gegenstände bewegen kann. Da hätte ich jetzt nicht viel gegen einzuwenden, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das Spiel sieht so verpasst, also das sieht so gut aus. Immer wenn ich spiele das am großen Monitor, großer Monitor, also 24 Zoll. Aber das sieht so gut aus. Ich habe auch ein richtig schönes Panel bei dem Monitor. Oh, ja. Oh, ja, ich habe so Bock auf das Spiel. Benutzt du Glitches? Nee, Alexandra, ich glaube nicht, dass wir hier Glitches benutzen werden, weil, ja, es muss einfach nicht sein. Ich will das Spiel regulär durchspielen und es ist ja auch, zumindest soweit, wie ich gekommen bin, mehr als machbar, das wirklich regulär durchzuspielen. Da bist du also. Dies ist ein Bannschrein. Hier versiegelte ich vor Urzeiten mit Hilfe meiner Lichtkraft das Böse. Wenn du deinen Arm in diesem Lichte badest, kannst du seine verlorenen Kräfte wiedererwecken. Wohlan, strecke deinen rechten Arm aus. Und das, die Musik, ich weiß nicht, ob ihr die im Kopf habt, die Musik, wenn man einen Schrein abschließt, die werden wir gleich hören, ist bisher, muss ich sagen, ich glaube, meine Lieblingsmusik aus Tears of the Kingdom. Dieses, ja, nennt man das Mönch? Ich weiß nicht, aber ich sag mal zumindest Mönch-Sounds, oder? Kann man das so nennen? Okay, die Ultra-Hand. Mit dieser Fähigkeit kannst du ein entferntes Objekt greifen. Solange die Hand das Objekt hält, kannst du es drehen oder bei Bedarf an einem anderen Gegenstand befestigen. Schön, dass sie das nochmal so gehighlightet haben. Ich spule das mal kurz vor. Das ist nämlich nichts Wichtiges. Da erklärt uns nochmal, wie die Ultra-Hand funktioniert. Denn das ist tatsächlich auch der größte Nutzen der Ultra-Hand. Allerdings, und das werdet ihr in einem meiner neuen Videos erfahren, das ist schon fertig, das Video, aber wir haben es noch nicht rausgebracht, ist die Ultra-Hand nicht nur dafür gut, Sachen zu befestigen, sondern es hat auch durchaus seinen Sinn, Sachen einfach nur zu halten. Aber dazu vielleicht auch später noch mehr. Das ist nämlich ein sehr interessanter Fakt. So, und jetzt müssen wir das. Das habe ich bei meinem Let's Play damals total verkackt. Ich habe einfach versucht, irgendwie die Plattform aufeinander zu stapeln. Ich war so ein Holzkopf. Ich glaube, so müsste es reichen. Kommen wir so hoch? Ja, sehr gut. Und da oben, die hatte ich damals übersehen. Die Truhe komme ich jetzt, ja, so rum. Ja, also es gibt tatsächlich viel. Ich werde auch wirklich die Schreine zu 100% machen. Wenn ich jetzt mal, ich sage, in dem Schrein nicht weiterkomme, dann frage ich euch direkt um Hilfe. Das heißt, ich werde wirklich versuchen, da alles zu schaffen. Aber wenn ich es nicht schaffe, frage ich euch um Hilfe. Wir haben nicht vor, aus einem Schrein rauszugehen, ohne alle Kisten aufzusammeln. Also ich will hier wirklich die 100% sehen, um endlich mal meinem Namen auch halbwegs Ehre zu verschaffen. Bernstein. Ein versteinertes Baumharz mit einem geheimnisvollen gelb-roten Schein. Es wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Oh ja, oh, ich freue mich auch so auf Gerudo. Endlich wieder meine Edelsteinsucht in Gang bringen. Und irgendwie scheinen wir auch unter Wasser zu sein. Oh, die Musik in den Schreinen ist so cool. Okay, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir nehmen mal kurz die Plattform. Und dann irgendwie... Oh Gott, Hilfe. Zack, so auf den Boden. Und dann einen Haken, nehmen wir mal den. Und ich hoffe, ich versemmel das jetzt nicht wie damals, wo ich einfach nicht... es nicht geschafft habe, auf die Plattform raufzukommen. Wartet mal. Wir können ja schon die Karte aufmachen. Für die, die es noch nicht wissen, ihr seht jetzt hier neben dem Uku-Uho-Schrein, dem Namen, ein blaues Truhensymbol. Das steht im Prinzip dafür, dass wir alle Truhen in dem Schrein eingesammelt haben, geschafft haben. Und solange das Symbol nicht da ist, werde ich keinen Schrein in dem Let's Play verlassen. So, jetzt schnell rauf. Das ist so einfach und ich habe das damals nicht geschafft. Obwohl es auch noch cool gewesen wäre, wenn sie da oben irgendwas versteckt hätten.
Na gut, dann lasst uns jetzt hier raus. Und jetzt hört mal genau hin, Freunde. Das ist der Sound, den ich meine, oder die Musik, die mir am besten bisher in Tears of the Kingdom gefällt. Los geht's, lasst es uns untersuchen. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht. Genau, Freunde, keine Spoiler in den Chat, bitte. Ansonsten müssen wir euch kicken und das wäre sehr schade. Und hier ist das erste Segenslicht. Ein Kristall des hehren Lichts, welches das uralte Böse versiegelte und reinigte. Strahlt ein angenehm natürliches Licht aus. Möge das Segenslicht die Kraft schenken. Sehr geil. Genau, das stimmt. Also, das mit dem Truhensymbol neben dem, ich sag jetzt mal, Schreinnamen, das ging wirklich schon früher, also im BOTW, sagen wir jetzt mal. Aber ich wollte halt nur nochmal sagen, dass es in Tears of the Kingdom nicht geändert wurde. Genau, und jetzt haben wir schon den ersten Schrein. Ich weiß gar nicht mehr so genau, welcher als nächstes kam. Ich glaube, die Synthese, Fragezeichen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Du hast den Schrein mit Bravour bewältigt. Dadurch hast du eine der Fähigkeiten zurückerlangt. Wenn du auch die zwei verbleibenden Schreine bezwingst, oder auch die drei, wer weiß, wird sich dir das Tor des Tempels der Zeit gewiss öffnen. Sieh dich um und markiere dir die Schreine, die du entdeckst. So wirst du sie sicher ohne Mühe erreichen. Verwende dazu das Fernglas des Purapets. Und weg ist er. Genau. Wo haben wir das? Da hinten haben wir einen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo die alle waren. Also da ist auf jeden Fall einer. Ich glaube, wir hatten auch in der Schneeregion da oben einen. Der wird richtig geil, wenn wir da mit dem Gleiter runterfliegen. Und dann müsste der eine beim Schrein, oder es war ja kein Schrein, wo wir aufgewacht sind, aber da sein, wo wir das Master Schwert wieder rausgezogen haben. So ein verdammt, wie komme ich denn jetzt hier geeignet runter? Da unten ist Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es riskieren soll, da runter zu springen, weil das sieht ziemlich steinig aus. Ich will mir nicht die Gräten brechen, aber ich habe mal Vertrauen, dass wir da nicht sterben. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal hier hoch. Ich würde auch als allererstes, beziehungsweise als nächstes gerne, die Synthese haben, weil wir damit schon mal ein paar stärkere Waffen machen können. So, im Prinzip können wir den hier kurz so ran. Einmal hier, genau, hier rauf. Und dann jetzt nicht so wie Okamsen blöd anstellen und hier immer nicht raufkommen, sondern richtig drauf. Sehr gut. In Wasser gibt es generell keinen Fallschaden. Ja, das stimmt nicht so ganz. Also ja, das an sich ist richtig. Aber wenn die Pfütze, ich sag mal, wenn es wirklich eine Pfütze ist und das Wasser nicht tief genug ist, oh, Glühwürmchen, vielleicht sollten wir uns die mitnehmen, Schleichwürmchen, dann kriegt man doch noch Fallschaden. Okay. Da oben geht es eventuell weiter. Lass uns da mal ganz fix hochgucken. Oh, ich bräuchte auch eine Axt, dann könnte ich hier schon die ganzen Bäume fällen und die Äpfel holen, die ganz oben dabei sind. Zelda Connection schreibt, mach einfach den Schrein, der bei dir am nächsten ist. Ja, ich denke, ich werde es doch so machen. Weil am Ende werden wir sowieso alle Schreine benötigen und dann macht das eigentlich auch nur Sinn. Nee, wartet mal. Ah, nee, wartet. Ist das... Hatten wir den Schrein schon? Oh, da hätte ich... Ah, nee, wir wären hier nicht rübergekommen. Na gut, dann soll es so passen. Aber... Kriegen wir da hinten noch was? Ich glaube nicht. Nee, Freunde, ich glaube, wir sollten hier einfach gehen. Hier sind noch ein paar Äpfel. Ich werde jetzt nicht jeden Apfel mitnehmen. Ich sag mal, wir brauchen auch nicht alle Äpfel. Man kriegt auch schnell bessere Nahrung. So, jetzt hier noch was. Aber wir dürften schnell genug mehr kriegen. Und das ist Rauru wieder. Und hier ist unser Boot. Können wir... Da hinten ist die Axt, oder? Bevor wir mit Rauru reden, würde ich ganz gerne... Genau, hier die Axt mitnehmen. Ein Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch
irgendwie. Genau, und hier ist noch ein cooler Tipp, Freunde. Ihr müsst in Tears of the Kingdom, und dadurch möchte ich das Let's Play hier auch ein bisschen, ich sag mal, ach nee, das können wir noch nicht machen. Das zeige ich euch nachher, ein bisschen auszeichnen durch die Tipps. Ihr könnt theoretisch, ihr braucht in Tears of the Kingdom gar keine Fackel mehr. Richtig gehört, gar keine Fackel. Weil ihr könnt theoretisch ein Holzbündel einfach auf irgendeine Waffe draufpacken und das dann anzünden und das wird unendlich lang brennen, weil es eben zur Waffe gehört. Also habt ihr im Prinzip, solange wie ein Holzbündel dabei habt, und seien wir mal ehrlich, das hat man meistens immer eine Fackel dabei und man muss nicht wie im BOTW einen Spot dafür mehr freihalten. Also hat mehr starke Waffen. Das ist eine ganz coole Sache. Noch immer arbeiten sie unermüdlich, ganz wie sie es immer taten. Ursprünglich hatten wir sie zu unserer Unterstützung erschaffen. Doch schon bald empfanden wir sie als unsere Nachbarn und Freunde. Niemals hätte ich gedacht, dass sie auch jetzt noch ihren Aufgaben nachgehen. So ganz ohne Sinn. Ich muss sagen, dieser Anblick erfüllt mich mit Melancholie. Tja, jetzt aber das ist die Frage, Freunde. Wenn es wirklich so sein gewesen sein sollte. Also die Plattformen sind ja jetzt im Himmel. So. Aber, und hier kommt das Problem, wenn er sagt, die sollten früher etwas beschützen. Lass uns schnell die Schleichwürmer. Ah, ich schaff sie nicht mehr. Sie sollten früher wirklich etwas beschützen und jetzt hat es keinen Sinn mehr, so wie er gerade gesagt hat. Dann will er damit ja sagen, dass hier im Prinzip keine Besucher mehr hoch auf die Inseln kommen. Also es kein Gebiet gibt, das es zu schützen gilt. Dann frage ich mich nur noch, aber es hat sich doch nicht viel geändert. Das heißt, früher wären hier doch auch nicht mehr Besucher auf den Himmelsinseln gewesen sein. Also dementsprechend hat sich ja nicht wirklich was verändert. Lässt darauf schließen, dass eventuell, ich weiß es nicht, wie gesagt. Das Spiel ist zu 98% blind, würde ich behaupten. Wie gesagt, nur die Orni habe ich gemacht. Dass es die Inseln ursprünglich, oh mein Gott, gar nicht hier oben gewesen sein sollen. Schaffe ich das jetzt, ohne runterzufallen? Oh Gott. Okay. Super, ich werde das Boot mal nicht mitnehmen, weil ich nicht glaube, dass wir es brauchen. Die Axt können wir im Prinzip auch noch kurz weglegen. So, und dann jetzt einmal die Plattform hier. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass es... Na, komm schon. Oh Gott, schaffen wir das? Nein! Oh! Hilfe, das war knapp. Dass es hier hinten Rubine oder so gab. Okay, lasst uns mal versuchen, ein paar Schleichwürmchen einzusammeln. Generell solltet ihr auch immer gucken, dass ihr alles wirklich einsammelt. Also, genau, weil durch die Rüstungen aufwerten. Und ja, ich habe vor, auch alle Rüstungen auf maximales Level zu bringen. Ich weiß, es ist sehr motiviert, aber wie gesagt, ich will auch im Prinzip so lange wie möglich dieses Spiel streamen können. Weil es macht ja unfassbar viel Spaß. Und ich sag mal, jetzt nach 100 Parts schon fertig zu sein, wäre auch ziemlich traurig. So, ist jetzt hier aber schon ein Krog, weil ich weiß, dass wir auf der Himmelsinsel direkt mal den ein oder anderen Krog auf jeden Fall kriegen. Alleine der Kumpel daher mit seinem Rucksack, die finde ich ja mega süß. Also das sind sowieso meine neuen Lieblingskrogs. So. Okay. Bernstein, ja, Geld werden wir auch gebrauchen können in Lookout Landing, dem Spähposten. Werden wir uns auch gleich mal direkt eine neue Rüstung kaufen. Tja, ist die Frage. Ist der Schrein jetzt hier oben gewesen? Ich kann ja auf der Karte checken. Oh Gott, der ist noch ganz weit. Okay, dann werde ich mich mal beeilen, dass wir hier ein bisschen schneller durchlaufen. Gucken, ob wir hier so wie eben noch ein paar Kisten finden und das ein oder andere essen. Oh, psst, Freunde. Headshot. Du bleibst hier. Halt, stopp. Du rennst nicht mit deinem Kumpel weg. Oh Gott, jetzt leckt das Spiel. Das ist nicht das Stream, Freunde, das Spiel leckt. Oh, diese verdammten Emus. Oh, ich warte kurz, bis die anhalten. Dann gibt's auf den... Jawohl, jetzt rauf da. Sehr gut, da haben wir das Fleisch. Ich muss jetzt nicht unbedingt so viele Emus töten, aber zumindest einen brauchen wir fürs Fleisch. Fleisch von den Tieren im Wald, Feld und Flur. Flur? Okay, Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mir Herzen auf. Genau. Und hier drin hat jemand gesagt, kochen. Okay. Ja, okay, wir müssen jetzt hier im Prinzip noch nicht schlafen. Ich werde mir jetzt auch nicht die Sachen durchlesen mit dem Kochen. Im Prinzip wissen wir alle, wie man kocht. Man nimmt einfach Materialien und schmeißt sie in den Kochtopf rein. Ist da hinten noch so ein hässlicher Emu? Oh, das war ein saftiger Headshot. Den hat's auch komplett zerfetzt. Jawohl, noch ein Wild. Das war jetzt nicht so viel, vom anderen hatten wir zwei bekommen. Aber es soll mir reichen. Da hinten ist noch ein Vogel. Sehr gut.
Hier ist zwar nur Geflügel, das ist jetzt nicht ganz so gut. Aber, ja. Jemand schreibt, find's komisch, dass die dicken Vögel keine Geflügel geben. Stimmt, die geben Wild, das weiß ich jetzt auch nicht ganz warum. Ich denke mal einfach, weil sie so massiv sind. Und Vögel, Wild kriegen wir eher, ach komm, Geflügel kriegen wir eher von Geflügel, mein Gott. Ich weiß, ich verballer jetzt hier gerade schon einige unserer Pfeile, wir haben sogar nur noch einen, für Fleisch, aber wie gesagt, wir sollten definitiv gut genug sein, um mit, ja, ich sag mal, den dicken Knüppeln, die man hier am Start kriegt, die ersten Gegner fertig zu machen. Eine Ausdauerknolle, die dicke Wurzel einer Wildpflanze aus kühleren Gefilden. Dank der darin gespeicherten Nährstoffe erhöht sie als Kochzutat die Ausdauer. Auch das wird sehr wichtig. Und hier oben möchte ich mal kurz gucken, ist hier ein Krog drauf? Nee, Mensch, es gab hier doch Krogs. Na gut, dann ignorieren wir die Krogs. Obwohl hier, das ist verdächtig. Der ist schon sehr hoch, okay. Nee, nur Eier. Ein frisches Ei, das sich oft in Vogelnestern oder Baumkronen findet. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Okay. Ich denke, von da oben kommen wir nicht. Ich würde ganz gerne zum Schrein. Dafür müssen wir jetzt hier rüber. Da unten ist noch ein Gegner. Ich würde im Prinzip vorschlagen. Oh, wartet mal. Da hinten scheinen wir doch jetzt... Da hinten ist ein Krog, Freunde. Seht ihr den? Da ist er. Der Kleine mit seinem... Oh, du Vieh, bleibst jetzt hier stehen. Wenn du schon vor uns so rumläufst, dann nehmen wir dich auch gleich mit. Können wir ihn hier schon irgendwie zu seinem Kollegen bringen? Oh mein Gott, wo muss er denn hin? Oh nein, wo ist denn mein Freund? Du kannst mich sehen? Ich bin ein Krog, also ein Waldgeist. Und zusammen mit meinem besten Freund reise ich um die Welt. Aber wir wurden getrennt. Ja, aber wo ist er? Ach, da hinten, okay. Ich dachte, er ist jetzt komplett links runter. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Dann sollte ich mich beeilen, um zu ihm zu stoßen. Aber ich bin so erschöpft und nebenbei auch noch so vollgefressen und vollgepackt, ich kann mich kaum noch bewegen. Kein Ding, Kumpel, das schaffen wir. Oder schaffen wir das? Oh Gott, okay, ich denke, wir müssen hier tatsächlich schon ein bisschen, ein Ausdauerling, ein Ausdauerpilz, okay. Ein bisschen handwerklich begabt werden. So, hier ist eine Eichel. Diese Baumfrüchte liegen oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet füllen Eicheln ein wenig mehr Herzen auf. Und zwar müssen wir jetzt, glaube ich, weil der Krog sonst runterfallen wird, hier eine, ja, ich sag mal, ist das eine Plattform? Ich weiß nicht, ob man es wirklich Plattform nennen kann. Aber zumindest einen größeren Boden erstellen. Ansonsten fällt er noch runter und ich habe keinen Bock, dass der uns abhanden kommt. Gut, dass wir die Äxte mit aufgesammelt haben. Die kommen jetzt nämlich sehr nützlich und auch später im Eisgebiet werden die extrem wertvoll werden. So. Wobei ich sagen muss, verglichen mit BOTWs Eisgebiet, fand ich das... Na komm, Geranda. Fand ich TOTKs Eisgebiet auch schon, also das jetzt auf der Startinsel wohlgemerkt, ziemlich schwer. Also es war auf jeden Fall nicht einfach. So, ich glaube, das müsste reichen. Okay, ran. So, und ja, machen wir es so. Okay. Am besten packen wir den Krog dann auch gleich drauf, weil die Plattform sonst gleich ohne uns abhaut. Oh nee. Was ist denn das jetzt? Passt es nicht? Wir sind der Krog gerade runtergerutscht. Kollege, du musst... Oh, wartet mal. Wir können versuchen, ihn jetzt hier hinzulegen. Hoffentlich bleibt er drauf. Oh, nee, der ist so fett. Oh, bitte nicht. Nein, nein. Krogi, du musst da drauf. Krogi, los. Nein. Nein. Oh, ich hasse diesen Krog jetzt schon. Oh, wieso ist der so fett und rutscht runter, wenn man... Jetzt muss ich noch ein Ding bauen. Man kann ihn ankleben. Oh, das ist ein guter Tipp. Oh, wir müssen jetzt ernsthaft noch ein neues bauen. Weil ich auch nicht gespeichert habe, ich Holzkopf. Als ob man ihn ankleben kann. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Solche Tipps könnt ihr immer sehr gerne reinschreiben, Freunde. Weil so lernen wir voneinander. Das ist auch im Prinzip, reicht es aus. Passt auf, dann reicht es auch jetzt so, wenn wir es so machen. Zum Glück haben wir noch einen zweiten Haken bekommen.
Zack. Denn eigentlich müsste der Haken jetzt einmal hier ran. So. Zack, zack, zack. So, und dann... Nee, nee. Oh. Ist, oh. Total verschoben. Genau, und so ran. Zack. Gut, hat sich jetzt in die Mitte gepackt. Ey, man kann ihn wirklich rankleben. Ey, Freunde, das wusste ich wirklich noch nicht. Keine Ahnung. Deswegen sage ich, viele Sachen in dem Spiel kenne ich noch nicht. Ich habe das... Oh Gott, bitte nicht runterfallen. Wie gesagt, ich habe das Spiel... Keine Ahnung, das ist... Ja, 10 Stunden gespielt. Jetzt vielleicht nicht ganz runterfallen, das wäre super. Jetzt machen wir ihn los und ab zu seinem Kumpel. Der wartet da nämlich schon. Und dann können wir uns hier auch unsere allererste Belohnung gleich mal abholen. So, wir tragen ihn auch noch erfolgreich vor die Haustür. Und moin moin. Du hast meinen Freund hergebracht, danke. Viel habe ich nicht, das ich dir geben kann, dir geben könnte, aber wenn du magst, kannst du das hier haben. Meine Kacke. Ja, Freunde, das sind wortwörtlich Kackhaufen von den Crocs, die goldenen Crocs-Samen. Für die, die es immer noch nicht wissen nach 7 Jahren. Diesen kleinen Samen hat dir ein Croc geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Naja, riecht etwas komisch. Tschüssi. Ja, jetzt wisst ihr auch, warum es so komisch riecht. Okay, aber war ich auf der Insel? Ich kann mich nicht dran erinnern, hier damals schon gewesen zu sein. Nehmen wir mal kurz die ganzen Pfeile mit, eine Ausdauerschrecke, mit der können wir auch schön Ausdauergericht machen. Ist natürlich auch gut. Und dann hier einen Himmelspilz, okay. Soll erstmal reichen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall noch eine zweite Plattform machen, ansonsten wird es ziemlich schwer, da runterzukommen. Und um ehrlich zu sein, wäre es mir diesmal auch lieber, obwohl no risk, no fun, sagt man doch, ne? Zack, ran damit. Wäre es mir lieber, wenn wir eigentlich... Obwohl, wartet mal. Ich denke... Passt auf, wir packen das hier ran. Weil ich glaube, da unten werden wir ein Schiff bauen müssen. So. Einmal... Naja, komm schon. Zack. So, rauf. Am besten nicht zu weit vorne, weil wir müssen es auch noch drauf schaffen. Rauf da, Link. Und langsam kommen wir vorwärts. Jetzt geht's los. Okay, dann haben wir nämlich auch gleich ein Schiff, um darüber zu kommen und dann schon den zweiten Schrein machen zu können. Okay, zack. Was zur Hölle? Was passiert mit dem Segel? Oh Gott, nee, jetzt habe ich... Jetzt habe ich das kaputt gemacht. Nehmen wir es komplett ab. Packen das ran. Den Haken können wir jetzt im Prinzip entfernen. Und das Segel packen wir jetzt... ungefähr... Oh Gott, oh. So genau. So hier rauf, zack. Ich hoffe, das geht uns jetzt nicht verloren. Einmal hier durchwuseln, bitte. Entschuldigung, darf ich... Hallo, Entschuldigung, darf ich mal... Sorry. Oh, wo ist denn hier ein Durchgang? Oh. Nein, ich höre einen Gegner. Verdammt. Oh, da ist er schon. Am besten nicht die Axt verwenden, wir haben noch viele Knüppel. Okay, oh, der hat einen großen Knüppel. Okay, schlagen wir ihn kurz. Im Prinzip muss man hier nicht mal wirklich Flurry rushen, es reicht, wenn man so ausweicht. Und dann einen Prügel aufsammelt. Eine Zweihand, lasst uns die auf jeden Fall mal mitnehmen für den Stock. Das sollte sich lohnen. Zack. So, dann können wir im Prinzip hier den Knüppel wegwerfen, weil der ist schon fast kaputt. Und den neuen mitnehmen. Und im Prinzip sollten wir es jetzt auch darüber schaffen. Ich muss das Ding nur irgendwie so platzieren, dass wir es auch drauf schaffen. Jawohl. Okay. Ja. Ist jetzt nicht das schnellste Schiff. Aber ich denke mal, die Geschwindigkeit reicht auf jeden Fall aus, um da drüben anzukommen. Magst du Pommes? Ryan, bitte, bitte hör auf von Essen zu erzählen. Weil ich habe richtig Hunger. Ich habe heute keinen Mittag gegessen. Ich bin aufgewacht, habe die Ankündigung hochgeladen, habe dann Voice Lines aufgenommen für das nächste Video. Wie gesagt, wir haben eins parat, aber das kommt jetzt erstmal noch nicht. Den Grund werdet ihr noch erfahren. Das ist schon fertiggestellt. Habe dann Japanisch gelernt. Wie gesagt, ich habe es auch im Ankündigungsvideo gesagt. Ich lerne eine Sprache, weil ich umziehen will. Ich kann es ja auch so offen und ehrlich sagen. Ich lerne Japanisch. Ich habe jetzt die ersten zwei Alphabete gelernt und bin da gerade dabei, das dritte auf, ich sag mal, Grundschüler-Level abzuschließen. Ich komme auch sehr, sehr gut voran. Also, wie gesagt, ich interessiere mich schon seit Jahren. Ich sag mal, japanische Kultur,
Ich weiß nicht, ob jeder von euch damit was anfangen kann, aber auf jeden Fall in Japan selbst, das Essen, die Personen dort und im Prinzip mein ganzer Tag spielt sich nur noch damit ab im Prinzip. Und das habe ich gemacht, bevor ich jetzt hier online gekommen bin. Und gut, ich habe noch Haushalt gemacht, ja. Aber ansonsten können wir... Ja, komm schon. Jetzt gehen wir in den Prügel. Ich glaube, aber den sollten wir ein bisschen aufsparen. Ja, und da möchte ich umziehen und ich kann euch wirklich, oder eigentlich kann ich jeden von euch nur höchstens motivieren, vielleicht auch Japanisch zu lernen, wenn euch die Sprache gefällt. Man muss natürlich dazu sagen, Japanisch wird nur in Japan gesprochen, also wollt ihr nicht nach Japan, dann bringt euch das auch nichts. Aber so habe ich den Vorteil, dass ich die Directs immer schön in Originalsprache hören kann. Das ist natürlich ganz gut. Also dann kann ich euch das übersetzen, falls ich es dann gut genug kann. Aber Japanisch ist sehr, sehr ähnlich zu Deutsch. Also natürlich muss man neue Schriftzeichen lernen, aber ich finde es äußerst einfach, das Ganze zu lernen. Los, komm, schlag zu. Oh, jetzt habe ich es ein bisschen versemmelt. Ist auch egal. Also deswegen wirklich jedem von euch empfehlen, das geht deutlich einfacher über die Hand als für mich zumindest Französisch. Also Französisch kann ich zwar, ich habe 12 Klassen gemacht oder beziehungsweise zur 12. Klasse Französisch. Wie ging das? Bonjour, aujourd'hui, je joue The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avec mes viewers. Keine Ahnung, für Zuschauer kenne ich die Vokabel nicht. Aber ja. Oh, ich kann den Namen Runeur? Oh, Freunde, es tut mir wirklich leid, wenn ich den Namen ausspreche, aber manchmal weiß ich es einfach nicht, wie man die ausspricht. War erst letztens in Japan. Es ist wunderschön. Lerne gerade Koreanisch. Koreanisch ist auch cool. Also Südkorea will ich dann auch mal angucken. Für mich geht es nach Japan entweder jetzt im Herbst, das weiß ich noch nicht, aber ich will eigentlich noch nicht so früh und spätestens nächstes Jahr Mai. Ich habe da auch vor, euch mitzunehmen in einer bestimmten Art und Weise, aber da noch nicht so viel. Aber das wird richtig geil, weil ich habe ein unfassbar geiles Videoprojekt, das nicht viele von euch interessieren wird. Wenn es 10.000 Aufrufe oder so kriegt, ist das schon voller Erfolg, aber es wird richtig geil für die, die es gucken. Oh mein Gott, das wird richtig... Oh, ich habe so viel vor. Da bist du also. Wohl an, strecke deinen rechten Arm aus. Okay. Hey Dirk, schön, dass du dabei bist. Wir sind gerade im zweiten Schrein für alle, die neu dazugekommen sind. So, und was kriegen wir hier? Ja, okay, die Synthese, sehr gut. Das war nämlich auch die Fähigkeit, die ich als zweites haben wollte, weil jetzt müssen wir endlich nicht mehr mit diesen ekelhaften Stöckern da rumlaufen. Die Synthese. Damit kannst du ein Objekt an ausgerüsteten Waffen oder Schilden befestigen, um neue Ausrüstung zu erschaffen. Es kann wieder entfernt werden, geht dabei aber verloren. Und das ist halt richtig cool. Das gebe ich auch, die Fähigkeiten kennen wir alle, Freunde. Man kann mit der Synthese einfach Waffen mit Materialien zusammenpacken und dadurch denen neue Eigenschaften geben, verstärken. Ja, was ich tatsächlich sehr cool finde, ich habe ja im BioTW schon gesagt, weil es durch Glitches so, naja, halb möglich war, seine eigenen Waffen zu erschaffen, habe ich ja gefragt, ob wir nicht vielleicht so eine Fähigkeit bekommen werden, womit man, seine eigenen Waffen erschaffen kann. Und wer hätte das Oh, ist schon ausgewählt. Obwohl, lasst uns... Ah, das... Ja, okay, doch, wir nehmen... Freunde, lasst uns mal die ganzen Stöcker damit ausrüsten. Und dann noch einmal die große hier, zack. Habe ich ja gefragt, dass man vielleicht eine Fähigkeit kriegt, womit man seine eigenen Waffen bauen kann. Und ja, also im Prinzip haben wir das mit der Synthese ja jetzt bekommen. Gut, hier müssten wir dann vielleicht noch einmal gucken, ob wir den zerstören können. Bam. Sehr schön, hier ist die Kiste. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es da hinten noch eine Kiste. Holzpfeile, okay. Kann man immer gebrauchen. Lass mal einen Like da, sagt Triforce. Ja, Freunde, wenn euch das gefällt, dann sehr gerne dürft ihr dann auch ein Like da lassen. Das unterstützt den Stream natürlich sehr. Und falls ihr jetzt sagt, ihr müsst weg oder konntet das Ganze nicht gucken, dann könnt ihr das selbstverständlich auch im VOD unter dem Live-Tab auf dem Main-Channel, also einfach auf Zelda-Meister draufgehen und unter die Live-Kategorie neben den Videos hingehen und da werden alle VODs verfügbar sein. Wenn ich die Zeit finde, neben den Main-Videos, die haben selbstverständlich Vorrang, werde ich auch noch Custom-Thumbnails für jede einzelne Folge dazufügen. Ihr könnt, theoretisch will das Game jetzt hier, dass ihr so eine Feuerfrucht an eurem Pfeil fused. Die können wir uns aber auch sparen, indem wir einfach hier, schwupp, schwupp, den Pfeil so anzünden. So spart euch eine Feuerfrucht. Das geht generell immer, falls ihr irgendwo ein offenes Feuer habt.
dass ihr, ja, im Prinzip den Pfeil dadurch anzünden könnt. So, was kriegen wir hier drin? Luna fragt, hallo, du hast vorhin gesagt, du lernst Japanisch. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Damit ich meine Chancen, eine Sprache zu lernen, noch einschätzen kann. Ja, ich bin jetzt, wir haben einen kleinen Schlüssel bekommen. Ich bin jetzt 18 Jahre alt. Ich werde aber am Wochenende, am Samstag 19. Und ich weiß, dass man sagt, okay, wenn man jung ist, ist es einfacher, Sprachen zu lernen. Ich kann das auch nicht direkt abstreiten, um ehrlich zu sein. Vor allem, weil ich wirklich frisch, also ich bin im Juli aus der Schule gekommen, noch mit Sprachen sehr vertraut bin und wie man Sprachen lernt, aber ich lerne die Alphabete momentan auf YouTube mit Japanese Pod 101 heißt der Channel. Der ist perfekt. Also wirklich, das geht wirklich gut von der Hand. Man muss aber Disziplin haben. Also ich investiere jeden Tag eine Stunde und 15 Minuten. Also man muss schon gewillt sein, auch wirklich Arbeit reinzustecken. Jetzt könnten wir mal gucken, ob wir hier fix genau. Einmal kriegen wir hier eine Feuerfrucht irgendwie zusammen. Davon haben wir ja genügend bekommen. Ihn hier anzünden, den Kollegen. Na komm, lauf rein ins Feuer. Sehr schön, da kriegt er gut Schaden. Und jetzt, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu früh. Oh Gott, weg, 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 weg. Oh, der macht nämlich gut Schaden. Jetzt Sprintattacke. Okay. Ihr könnt auch früher die Wirbelattacke ziehen. Und wenn ihr dann in den Gegner reingeht, macht ihr direkt Schaden. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Also ja, Japanisch zu lernen, wie gesagt, nur wenn ihr es wollt. Ihr könnt auch jegliche andere Sprache lernen. Kann ich nur empfehlen. Das hält wirklich auch, es sorgt... Ich weiß, viele werden wieder drüber lachen, auch die Jüngeren von euch. Aber es meidet, also vermeidet auch Alzheimer oder sagen wir mal, es beugt Alzheimer vor. Und solche Krankheiten mit Vergesslichkeit, also daher, es macht Spaß, ihr habt was davon und es ist so cool. Alpha-Elite-Konstruktoren, 5 Synthese-Angriffsschaden, also schon sehr gut. Wellenförmiges Horn mit Klingen auf beiden Seiten, die so scharf sind, dass ihnen kaum ein Material widerstehen kann. An einer Waffe befestigt, erhöht das Horn die Angriffskraft. Okay. Okay. Ich denke mal, wir können den Knüppel auch mitnehmen. Okay, das haben wir schon. Ja, im Prinzip gibt es jetzt hier, wir können nochmal gucken. Ja, wir haben alle Truhen. Lass uns die Feuerfrüchte noch mitnehmen. Aber in dem schreien jetzt hier nichts mehr, was es gibt. So. Jemand fragt, wann wirst du Klempner? Ganz einfach, wenn ich das nächste Mal Super Mario spiele, dann werde ich wieder zum Klempner. So, lass uns hier mal kurz die Wand aufbrechen. Zack. Damit wir auch mit dem Tutorial so schnell wie möglich fertig werden. Ich denke, die Texte von den Enden des Schreins jetzt hier, wo wir das, ich glaube, wie heißt es? Segenslicht bekommen, genau. Das werde ich in Zukunft auch skippen. Also das ist jetzt nicht wirklich notwendig zu gucken. Oh, ich glaube, mein Wasser geht aus. Nein! Dietrich Finn schreibt, ich habe heute Geburtstag, dann alles Liebe von mir. Und ja, ich kann dir nicht vorschreiben, was du zu machen hast, aber vielleicht solltest du den Geburtstag lieber mit deiner Familie verbringen, als in den Zelda-Meister-Stream zu gucken, weil so wichtig ist er dann auch nicht. Aber ja, alles, alles Liebe. Ich weiß jetzt nicht, wie alt du wirst, aber lass dich feiern und das Beste am Geburtstag. Sowieso, am Ende, auch wenn ihr älter werdet, sind nicht mehr die Geschenke, sondern der Kuchen, also hau da richtig rein. Dino-Konstrukt, ich bin hergekommen, weil ich vergessen habe, dir etwas zu überreichen. Hier, bitte sehr. Ah, die Batterie! Ich habe die Batterie komplett vergessen, natürlich. Gott, ich denke hier nur an die Fähigkeiten. Die Batterie. Von einem Konstrukt erhaltener Gegenstand. Das Design soll es ermöglichen, dass du die Batterie am Gürtel befestigen kannst. Es handelt sich dabei um eine Batterie. Du wirst sie benötigen, um die in dieser Region üblichen Werkzeuge zu verwenden. Die Sonau-Bauteile. Genau, hier gibt es aber leider keine Sonau-Bauteile. Genau da hinten kommen die ersten. Oh Gott. Jetzt habe ich mich beim Einatmen und Sprechen wollen verschluckt. Geh weiter und sprich mit einem der Konstrukte am anderen Ende der Höhle dort. Oh Gott, Hilfe. Von ihnen kannst du mehr über den Umgang mit Sonau-Bauteilen erfahren. Und Freunde, ich glaube, ich muss mir auch mal eine Klimaanlage kaufen, weil hier ist so warm drin. Ich mache immer das Fenster zu, dass es leise für euch ist und man nur meine Stimme hört. Bitte nutze die Batterie, die du von mir erhalten hast. Und mein PC und die Switch ist an. Ich schwitze mir hier echt einen ab. Oh mein Gott, Hilfe. Hier wird es richtig heiß langsam drin. Ne? Gut, dass ich keinen Thermometer hier neben stehen habe. Oh, nee, pack den Stein weg. Los, Link. Ja.
Weil dann würde ich nur noch mehr schwitzen. Oh. Oh, Halsweide, eieiei. Okay, was haben wir hier? Haben wir hier vielleicht nochmal was Besonderes? Nee, okay. Ich weiß aber, dass wir da unten auf jeden Fall was Besonderes hatten. Schön die Batterie. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern wir... Oh, da hinten ist noch ein Pilz. Inwiefern wir, ja, vielleicht, schon am Anfang in den Untergrund gehen sollten und Kristalle sammeln, weil, wie gesagt, man kann Sonanium und so ja im Untergrund farmen. Das werden wir auch gleich gesagt bekommen vom Spiel. Und dann vielleicht erstmal gucken, dass wir, ja, eine Erweiterung für die Batterie ungefähr hinkriegen. Oh, guck mal, sie bekämpfen sich. Und wir mischen uns ein und machen alle fertig. Oh, das war gerade richtig satisfying. Okay. Ich glaube, hier oben ist noch... Nein, ein Hühnchen. Okay, unser Essen. Gut, hier vorne waren, glaube ich, Gegner, dessen Truhe sich nur öffnet, wenn man alle besiegt. Lasst uns die mal kurz noch fertig machen, weil ich glaube, da drin gab es was ganz Cooles. Obwohl, lasst uns den schmeißen. Der wird richtig Schaden. Oh, One-Hit. Was? Oh, er macht Alarm. Weg hier, weg hier, weg hier, weg. Oh. Nein. Das ist noch so ein dummes Viech mit dem, Winddingen. Okay. Oh mein Gott, können wir mit dem... Mit dem Headshot können wir sie one-shotten? Was? So stark war das am Anfang? Kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Krass, okay, hier sind die Konstrukte. Hier sind auch noch die Teile. Freunde, lasst uns mal ganz kurz... gut, wir haben nur ein großes Horn. Lasst uns mal... Ja, komm, wir legen zwei Teile hier hin. Und fusionieren jetzt an den einfachen Stock. Jeweils, bevor wir nachher im Kampf sind, ein Konstrukt. Damit machen wir gleich 7 Schaden. Das ist bedeutend besser. Und ich sag mal, die Konstrukthörner da mit 3 Attack Damage Plus, die werden wir eh nicht mehr lange brauchen. Und das ist wirklich so eins, eine Sache. Oh, eine Alpha-Krieger-Klinge. Ein Ast, der wie ein Schwert geformt ist. Gut zu greifen und aufgrund der Gewichtsverteilung leicht zu handhaben. Okay, das ist wie praktisch der Stock. Ja, dann lasst uns den Knüppel, obwohl die, ja, die sind ganz gut. Lasst uns hier so eine Axt wegwerfen. Das sollte reichen. Auch wenn wir die nachher später noch sehr dringend gebrauchen können. Zack, sammeln wir mal auf. Frage, schaust du Anime und wenn ja, welche? Oh, wir haben hier einen uralten Arowana. Was ist mit dem passiert? Oh, kann ich mich nicht beschweren. Hier rechts, seht ihr das? Rechts neben uns ist gleich noch einer. Ein sehr lebhafter Fisch, der seit Urzeiten dasselbe Aussehen hat. Der Verzehr des nährstoffreichen Fleisches füllt deine Herzen ein wenig auf. Hier ist noch einer. Ja, ich schaue Anime. Tatsächlich gucke ich auch momentan wieder. Ich habe jetzt ReZero geguckt. Ich muss aber dazu sagen, dass ich seit Jahren Anime gucke und demnach bin ich auch recht weit. Also ich gucke jetzt zum Beispiel ReZero das zweite Mal. Und ja, ich gehe mittlerweile eher aufs Manga-Lesen über. Also ich habe mir jetzt wieder eine Manga-Serie, also 14 Bände, gekauft. Für dreistellig. Ich kaufe immer gleich ganze Manga-Reihen. Und gucke auch jetzt so Sachen wie zum Beispiel... Ach Gott, wie hieß denn das nochmal? Den können wir mit dem Stock kaputt schlagen. Sehr gut. Steinsalz. Diese Kristalle sind Überreste eines längst verschwundenen Ozeans. Universalgewürz, das in viele Gerichte gehört. Pur ist das allerdings ungenießbar. Ja, wie hieß das nochmal? Oh, da ist der Bubble Frog. Mit dem schwarzen Samurai. Der erste und einzige schwarze Samurai, den es gab. Ich habe den Namen vergessen. Also auf jeden Fall so Serien, die sonst kein Mensch guckt. Also solche wirklichen, ich gucke alles im Prinzip. Wenn man mit einem Gegenstand aus Metall daraus schlägt, entstehen Funken. Okay, brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Feuerstein kann sich jeder was drunter vorstellen. Aber ein Mayui-Signum. Das wiederum ist sehr besonders. Diesen schwach blau schimmernden Gegenstand hat die mysteriöse Höhlenkreatur Mayui hinterlassen. Sein Anblick verleitet dazu, mehr davon zu sammeln. Ja, es ist ein ziemlicher Suchtmacher. Es ist wie so Geld. Da denke ich mir immer, ich werde zu Mr. Krabs. Können wir hier kurz aufladen? Ich glaube... Ah, okay, das hat jetzt nicht wirklich geholfen. Können wir hier irgendwie die Wand kaputt machen? Jawohl. Sehr gut. Und hier sind sogar ein seltenes Erz. Oh, Junge. Hauptgewinn. Lotto gewonnen. Rhodonit. Ein wertvoller Edelstein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Es wird ihm nachgesagt, die Kraft des Feuers zu enthalten.
erzielt sehr hohe Preise. Und tja, Freunde, was die meisten von euch vielleicht noch nicht wissen, cover ich aber in meinem neuesten Video, ist schon fertig, ist noch nicht draußen. Der Rhodonit wird jetzt sehr, sehr gut. Wir hätten zum Beispiel auch einen Topaz oder einen Diamanten bekommen können, aber tatsächlich ist der Rhodonit sogar sinnvoller als ein Diamant. Das seht ihr auch nämlich auch gleich. Ein Riesenleuchtsamen, Samen von Riesenleuchtfarn, der in Höhlen oder Brunnen wächst. Erschütterungen lassen ihn an Ort und Stelle erblühen und die Umgebung in helles Licht tauchen. Und zwar können wir, ich werde den mal an den zweiten Schild packen, und den packen wir auf den Boden, den können wir jetzt, schwupp, an, obwohl machen wir das, wir könnten den jetzt nämlich theoretisch an diesen Schild hier packen und im Wintergebiet, also im Schneegebiet, bekommen wir dadurch keinen Frostschaden mehr, aber ich glaube, wir behalten den lieber und verkaufen den, fällt mir gerade auf. Dann wäre ein Diamant doch besser. Oh Gott. Zack. Machen wir fertig, die Typen. Hier ist noch eine Kiste. Ich glaube, hier bekommt man das Gewand, oder irre ich mich? Ich glaube, nee. Hier war das Gewand, oder? Ja, die alte Toga. Altmodische Oberbekleidung, die sich trotz diverser Löcher angenehm tragen lässt. Falten sind allerdings nahezu unmöglich aus ihr herauszubekommen. Und Freunde, ich weiß, ich habe ja keine Facecam und so, deswegen wisst ihr nicht unbedingt, was mein Modestil ist und was ich trage. Aber solche Klamotten, wie Link dich hier anhat, sowas würde ich tatsächlich in der Öffentlichkeit tragen, wenn, ja, man einen nicht unbedingt doof angucken würde. Ach, hier kommen wir, also hier lang. Und ja, in echt bin ich so der Typ, ich trage so ein grünes Hawaii-Shirt mit Hanf-Symbolen drauf. Also ich bin so der Hawaii-lässige Kleidungsstil, aber falls ich jetzt mal irgendwie, weiß ich nicht, Geschäftstreffen oder so habe, was eigentlich nie vorkommt, außer bei meinem Steuerberater, dann ziehe ich schon auch ordentliche Kleidung an. Ihr könnt ja auch sehr gerne mal reinschreiben, was so euer Modestil ist. Das würde mich mal interessieren. Geht ihr jetzt einfach so in klassische Geschäfte wie, ich sag mal, New Yorker oder H&M oder wie das alles heißt? Oder macht ihr wirklich so ganz besonderen Stil, wie zum Beispiel Link hier mit diesen antiken Klamotten. Ich finde sowas sehr schick. Zuerst erschufen wir die Dienerkonstrukte. Danach folgten andere Konstruktmodelle, ein jedes auf seine Aufgabe spezialisiert. Kochkonstrukte, Handwerkerkonstrukte, bald gingen die verschiedensten Spezialitäten ihren Tätigkeiten nach. Einige von ihnen erlangten größeres Wissen als wir selbst. So wurden unsere Geschöpfe zu unseren Lehrmeistern. Du sollst dich nicht scheuen, sie anzusprechen. Ich bin sicher, dass auch du einiges von ihnen erfahren kannst. Stimmt, müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ja, ich weiß, wie es funktioniert. Wir werden gleich versuchen, darüber zu kommen. Denn ich weiß, dass es da noch besonderen Loot gab. Kriegen wir die Arowana? Wir könnten versuchen, ob wir die mit den... Ja, komm, anhalten. Mit den Pfeilen holen können. Sehr gut. Denn ich bin zum Beispiel auch jemand, ich trage nicht so gerne schwarze Klamotten. Früher, sage ich auch ganz ehrlich, habe ich ziemlich viel schwarz getragen. Ich weiß, dass wir da hoch müssen, glaube ich. Heutzutage finde ich das... wie macht man das nochmal? Hilfe. Genau so. Finde ich das nicht mehr so toll. Ich bin eher so... Ja, weiße Klamotten. Oh nein! Oh! Oh mein Gott, das war jetzt knapp. Holy shit. So. Ja, weiße Klamotten ist so mein Stil. Und, so helle Farben, so hellgrün, mintgrün und so. Aber wartet mal, komme ich jetzt hier? Kann ich hier hochklettern? Das wäre natürlich sehr praktisch. Ich weiß das gar nicht mehr. Jawohl. Weil ich weiß, wir müssen da rankommen. Genau, dann lasst uns mal das noch nehmen. Ich weiß nämlich, ich meine mich zu erinnern. Na, Mist, jetzt kriegen wir die Plattform nicht mehr. Dass da oben tatsächlich ein Krog auf uns wartet. Fühlst du Arbeitshosen? Oh. Also, ich bin ja glücklicherweise selbstständig mit YouTube. Wisst ihr, also man muss ja ein Unternehmen anmelden, wenn man mit YouTube regelmäßig Geld verdient. Und das tun wir auf dem Kanal, ja. Ansonsten wäre es mir gar nicht möglich, die ganzen Videos hier zu machen. Und vor allen Dingen auch nicht, hoffentlich, täglich zu streamen. Deswegen bin ich jetzt nicht wirklich mit Arbeit vertraut. Was ich gemacht habe, als ich 15 war, vielleicht interessiert das den einen oder anderen von euch, das ist auch eigentlich ganz cool zu hören, ist, ich habe in einem Restaurant, würde ich es nicht nennen, in einem Bistro, in einer Gaststätte, in einem Bistro, wo man sich niedersetzen kann mit und Eis kaufen und Kuchen und im Sommer auch Grillfleisch und so weiter. Habe ich gearbeitet als 15-Jähriger, habe da auch, es war wirklich, es war eine bodenlose Abzocke. Also ich habe pro Stunde da
5,50 Euro verdient bei der Firma. Und das nur, weil ich 15 war. Wäre ich 16 gewesen, hätte ich 12 Euro, also Mindestlohn, gekriegt. Aber gut, damit habe ich mir... Jetzt hauen die ab. Den Monitor gekauft. Also ich habe, glaube ich, 165 Euro bekommen. Ich habe 5 Tage, also eine Woche dort gearbeitet in den Ferien. Auf dem ich auch jetzt noch spiele. Also ja, Freunde, wenn ihr jetzt noch Schüler seid, viele Erwachsene oder Ältere von den Zuschauern werden mir da mit Sicherheit auch zustimmen können, dann gammelt nicht in den Ferien rum. Ihr müsst nicht arbeiten gehen, um Gottes Willen. Ihr könnt auch, keine Ahnung, wie zum Beispiel, was wir vorhin hatten, eine Sprache lernen, Fußball spielen gehen, aber gammelt bloß nicht rum. Das ist wirklich eine Zeitverschwendung. Die Ferien habt ihr nur einmal. Und deswegen habe ich nicht wirklich Erfahrung mit Arbeitshosen. Also wir hatten damals so eine... Eine Schürze? Würde ich das jetzt nicht nennen. Wir hatten ein Shirt an und eine eigene Hose und eigene Schuhe, die wir von zu Hause mitbringen. Logischerweise waren die hauptsächlich schwarz. Also in einer Gaststätte trägt man ja schwarz. Oh, den können wir jetzt mit einem... Nein! Oh, ich bin doof! Ich... Nein! Oh, ich habe keinen Fallschaden bekommen. Ich habe... Oh! Ich habe gedacht, wir haben... Oh, jetzt habe ich wirklich Herzinfarkt bekommen. Ich habe gedacht, wir haben schon den Parasegel und wollte in die Zeitlupe gehen. Ein Glück haben wir da noch keinen Fallschaden. Oh mein Gott, ey. Also da wäre es mir fast wieder passiert. Das passiert mir in jedem Zelda-Spiel. Oh, was macht er denn? Er schlägt in die falsche Richtung. Hier bin ich, los. Oh, der ist schon stärker. Also hier mal Flurry Rush wäre wirklich sehr hilfreich. Ist mal unser Bogen kaputt gegangen. Ja, auf jeden Fall hatten wir da halt nicht wirklich eine Arbeitskleidung mit einem Shirt. Mehr nicht wirklich. Jetzt hier kurz schlagen. Deswegen kann ich die Frage mit Arbeitshosen nicht beantworten. Also beantworte ich die mal generell. Arbeitskleidung finde ich, sie ist cool, wenn man eine schöne hat, aber wenn man so eine wirklich hässliche hat, wo man merkt, das ist nur so, damit die Kunden wissen, du bist dort Angestellter oder Aushilfe, finde ich hässlich. Also ich fände es schön, wenn man sich wirklich auch Mühe gibt und eine schöne, gemütliche Arbeitskleidung hat, dann finde ich die super, ja. So, kommen wir jetzt da hoch. Ich glaube, mit so einer Plattform sollten wir das tatsächlich schaffen. Und ich glaube, ich habe mich gerade Wieso kann ich das... Habe ich mich gerade komplett verrannt? Oh, ich hoffe nicht. Eine Doni, die lese ich gleich vor. Obwohl, kann ich jetzt machen, bevor ich runterfalle? Nein, okay, ich lese sie gleich vor, wenn ich safe bin. Ansonsten falle ich hier gleich runter. Ich hoffe, ich habe mir das jetzt nicht verrannt. Und wir kommen nicht mehr an die Plattform ran, weil dann kommen wir weder zurück, noch kriegen wir die Kiste. Lidu spendet 1 Euro im Superchat. Vielen lieben Dank dir. Also wirklich, ja, vielen Dank für jeden, der auch wirklich mit Geld unterstützt. Wie gesagt, wir verdienen hier auf dem Channel wirklich Geld auch mit den Werbeeinnahmen. Oh, ich bitte keinen Fallschaden. Okay. Und da ist es natürlich immer besonders toll, wenn jemand mit seinem eigenen Geld, ja, sag ich mal, den Channel unterstützt, weil das natürlich zeigt, auch was der Channel bedeutet. Hier kommt die nächste rein. Ich fasse es nicht. Leute, bitte nur das Geld, das ihr auch übrig habt. Mir ist sowas immer so ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Thiago High 1. Moin, cool, dass du live... dass du ein Live-Let's Play machst. Ja, die Idee kam auch recht spontan, weil, wie gesagt, eigentlich wollten wir ja... Kriegen wir das irgendwie noch weiter runter? Was hier, wegen dem Baum? Verdammt, wieso kriege ich denn das nicht weiter... rüber? Habe ich hier was falsch gemacht? Oh Gott, Freunde, ich glaube, ich versemmel's gerade. Lasst uns das so machen. Ja, ich habe das recht spontan entschieden, weil, wie gesagt, eigentlich wollten wir das Ganze so machen, dass wir... Wartet mal! Ich beantworte erstmal die Frage. Dass wir offline spielen, aber ich habe es einfach vermisst, mit euch zusammen zu zocken. Deswegen ein Live-Let's Play. Und wer das nicht live verfolgen kann, der kann ja auch einfach im Live-Tab dann das VOD praktisch schauen. Also den Livestream der... wie sagt man das, aufgenommen wurde. Und ich sehe auch gerade, es wird mir gerade angezeigt, Thiago High 1 mit seinem ersten... Ach, deswegen steht da die 1. Wer war denn das vorhin? Ich glaube, Sabrina war das auch, ne? So, danke dir nochmal, Sabrina, für deinen Superchat. Ich merke gerade, das war euer erster Superchat auf dem Channel. Ja, dann nochmal, dann erst recht vielen Dank, obwohl vielleicht sollte ich... Ja, Freunde, vielleicht auch erst besonders... Oh, ich habe Schluck auf, jetzt hört doch mal auf. Besonders vielen Dank, wenn ihr öfter spendet, aber auch für die erste Donation. Das cool, dass es jetzt von YouTube angezeigt wurde. Oder wird, das war früher nicht so. So. Das ist auch eine... Schaffen wir das? Ja. Das ist auch eine recht interessante Frage.
CoverCat22 schreibt, oder fragt besser gesagt, was sind deine drei Lieblingsspiele? Müsste ich überlegen. Also auf jeden Fall gehört dazu BOTW, ganz klar. Und auf jeden Fall Overwatch. Ich denke, wenn ich ein Lieblingsvideospiel habe, dann ist es Overwatch, weil ich Overwatch einfach seit 6 Jahren spiele und auch dort darüber einen Kumpel vor 6 Jahren kennengelernt habe. Und wir uns sogar heute noch unterhalten und verschiedenste Spiele, zum Beispiel Pokémon auf dem 3DS zusammenspielen und per WhatsApp-Anruf unterhalten und so. Also ja, man hat da, also ich habe da wirklich einen tollen Freund kennengelernt, also der auch in meiner Klassenstufe ist und so weiter. Und wir haben sogar, das wisst ihr ja gar nicht. Ich bin damals, als wir Mottowoche hatten, jetzt hat sich die Schule abgeschlossen, da hat man am Ende immer Mottowoche. Da bin ich als Ash Ketchum gegangen, als das Motto war Kindheitshelden. Und da das für ihn auch zutrifft, habe ich praktisch ihm mein Ash Ketchum-Kostüm zugesendet. Also auch so weit geht es dann schon. Wir wollen auch nochmal zusammen in den Urlaub fahren, das wird auch cool. Ey, dieses Fahrzeug. Bitte, jetzt dreh dich doch. Warte, wir könnten versuchen, können wir den irgendwie abnehmen und dann dreht sich das. Oh ja, das funktioniert. Dann packen wir es gleich wieder ran. Oh, okay, jetzt fahren wir schräg. Aber wir könnten rüberschwimmen. Also, ja, ich denke Overwatch, BOTW und ich denke Mario Kart oder so. Ich habe generell vor, mit euch Mario Kart Streams auch zu machen, wo ihr dann tatsächlich beitreten könnt und wir in der Community fahren. Ich denke mal so einmal im Monat, am Wochenende oder so, können wir das schon machen. Also wie gesagt, Streaming soll zum festen Part werden, da habe ich auch mega Lust drauf. Und Thiago Hai 1 nochmal mit 2,49 € zur Unterstützung und gucke dich deine Videos seit 2 Jahren. Oh, dann vielen lieben Dank, wie gesagt, ihr müsst euch nicht gedrückt, also nicht gedrückt schon, also von Umarmungen gedrückt, aber nicht gedrungen fühlen, sage ich mal, Geld zu donaten. Aber ja, krass, dass ich dir dann schon seit 2 Jahren mit den Videos aushelfen, beziehungsweise je nachdem, welche Videos man von mir guckt, vielleicht sogar eine Freude machen kann. Das freut mich natürlich sehr. Also in den Videos, wie gesagt, ich veröffentliche ein Video auch nur, wenn ich finde, dass es perfekt ist oder für meine Verhältnisse perfekt ist. Ich versuche jetzt kein Meisterwerk zu erschaffen, sondern für mein Bestmögliches zu geben. Dann ist es natürlich immer umso schöner, wenn die Leute sagen, dass man denen dabei helfen kann oder die Videos genießen. Und ich hoffe, wir können jetzt hier, wir sollten es vielleicht an der Kante hier machen. Oh Mist, das klappt nicht. Ah, verdammt, wenn ich jetzt hier drauf springe und kaputt mache, dann falle ich doch safe runter. Ah, ich wusste es. Oh Gott. Okay, hier haben wir noch was. Okay. So eine Energiesphäre kann man immer gebrauchen, wie gesagt. Und wenn ich mich richtig erinnere, war hier, glaube ich, gleich ein Krog, den wir abschießen müssen. Oh, ich bin auch so ein wirklicher Collector. Ich habe so einen richtigen Collectors-Wahn, ne? Also wenn ich hier die ganzen plus 16 Attack Damage, plus 20 Attack Damage, Krogsam hier, Pilze da. Ich bin so ein Typ, auch früher, komm, machen wir uns nichts vor. Jeder von uns hat zum Beispiel Lego-Spiele wie Lego Batman auf dem Nintendo DS damals und so gespielt. Da habe ich immer alles eingesammelt, was auf dem Weg kam. Ich habe einfach, oh. Also da muss ich auch sagen, jetzt mal eine Bewertung zu Tears of the Kingdom. Ich denke, das wird viele von euch interessieren. Wie gesagt, ich spiele das jetzt nicht gerade blind. Das Tutorial habe ich schon gemacht und die Orni. Aber ich bin ja doch schon etwas weiter gekommen mit den Orni. Also ich bin nicht mehr ganz am Anfang. Also kann ich schon zumindest ein bisschen Review geben. Ich habe, wie gesagt, von der Story noch gar nichts mitgekriegt im Prinzip. Außer dass Rauru und ich glaube, oh, wie hieß sie? Die Frau. Sonia, ja, ich glaube Hyrule erschaffen haben sollen, weiß ich nichts über die Story, aber vom Gameplay her, von der Flüssigkeit, guckt euch die Grafik an, dass man eigene Waffen bauen kann, dass man zwischen Himmel, Erde und Wasser und jetzt hier Overworld hin und her switcht, ist super, die Auflösung, die Texte sind toll, die Synchronsprecher sind toll gewählt. Ganz ehrlich, meine ganz ehrliche Meinung, das Let's Play wird wahrscheinlich, weil ja auch gerade die Frage kam mit deinen 3 Lieblingsspielen, mich würde es wundern, wenn Tears of the Kingdom nicht zumindest unter den ersten 3 landen wird.
Weil das Spiel macht mir so unfassbar viel Spaß, wie gesagt. Ihr habt es vielleicht auch in dem Promo-Video gehört. Ich habe gezittert mit meiner Stimme, als ich erfahren habe, also, dass das Internet wieder funktioniert und ich heute anfangen kann, mit euch zu zocken. Ich liebe das Spiel soweit erstmal. Also, was soll ich sagen? Nein. Oh, das wird jetzt knapp. Und mir gefällt alles an dem Spiel. Ey, das holst du dir nicht. Da wollen wir ihn von abhalten. Oh Gott, der macht gut Schaden. Da sollten wir uns jetzt vielleicht kurz hochheilen. Aber ihr schreibt mal ganz gerne in den Chat, ich esse lieber die Äpfel, wie ihr Tears of the Kingdom findet. Wenn ihr jetzt eine Bewertung von 0 bis 10 geben müsstet, ich denke mal 0, 1, 2, 3 und so, gibt hier gar keiner. Ich würde bisher, von dem, was ich bisher rausgefunden habe und gespielt habe, würde ich dem Ganzen eine 9,5 geben. Es fehlt natürlich noch was bis zu 10, weil einfach Story fehlt. Das liegt jetzt nicht an dem Spiel selbst, sondern einfach, dass ich noch nichts von der Story gesehen habe. Aber das werden wir ja mit dem Let's Play hier glücklicherweise ändern. Schreibt einfach mal ganz gerne eure Bewertungen in den Chat, weil wie gesagt, jeder kann den ja auch sehen, später noch im VOD. Ich denke, das werden sich noch ein paar tausend im Nachhinein angucken, so wie es immer ist seit all den Jahren. 9, 10, 10, 10.000 von 10, okay. 100 von 10, 8,5. Also wir sehen, Tears of the Kingdom hat nicht ohne Grund den Metascore von 9,6. Also das ist ein fantastisches Spiel. Und bisher gibt es auch nur Sachen, die ich liebe. Also ich habe nichts zu kritisieren. Wie gesagt, mir fehlt nur ein bisschen Story, was daran liegt, dass ich das Spiel noch nicht lang genug gespielt habe. Also im Prinzip ist für mich das Spiel absolut atemberaubend und perfekt bisher. So, und jetzt kommt hier ein Loren-Level. Donkey Kong, jetzt geht's los. Rein da. Und uns steht so viel an. Ich nehme mal den Prügel. Zack. Und rein in die Höhle. Und bei uns steht so viel an. Also ich will das Spiel spielen. Ich möchte, obwohl wir sollten hier vielleicht raus. Oh, es geht. Naja, lassen wir es so. Ich möchte das Spiel spielen. Ich möchte Skyward Sword mit euch spielen. Ihr habt es, wenn ihr das Video gesehen habt, auch bemerkt. Ich habe nicht mal von BOTW den zweiten DLC gespielt. Wir kamen einfach nie dazu. Es ist nicht, dass ich nicht die Zeit und Interesse hatte. Wir hatten einfach nie... Geht das nicht auch so? Genau, wenn ihr R drückt und dann Steuerkreuz nach oben, können sie auch so die Materialien aussuchen und dann so mit der Hand werfen. Zack. Und so machen wir uns ein bisschen Licht. Habe ich auch vor, Skyward Sword zu spielen. Wir wollen BOTW den DLC spielen. Vielleicht werde ich auch mal mit euch ein Pokémon-Let's Play anfangen, denn ich bin riesengroßer Pokémon-Fan, seitdem ich 4 bin. Also Pokémon kenne ich sogar noch länger als Zelda. Und wenn ich das so ehrlich sagen muss ich sagen, dass ich glaube, ich Pokémon insgesamt auch ein bisschen mehr mag als Zelda. Nicht vom Spiel, aber wegen der Serie und so. Momentan gucke ich auch morgens immer die Folgen von Pokémon Reisen, ultimative Reisen, die letzte Staffel, wo es Ash geben wird. Die macht so viel Bock, das Opening. Alle Wege gehe ich mit dir. Blitze leuchten blau wie ein Saphir, ist so cool. Aber ich habe auch echt Angst, dass es aufhört, weil ich habe mit Ash angefangen, als ich klein war, und jetzt hört Ash auf, also Pokémon schafft Ash ab und meine Kindheit endet. Also, ich bin jetzt aus der Schule raus, es passt perfekt übereinander, es fühlt sich aber nicht toll an, muss ich sagen. Ich bitte dich, warte. Hier ist es noch finsterer als in anderen Höhlen. Falls du dich zum Bergwerkstollen vorwagen willst, brauchst du Licht. Hast du genug Leuchtzahn bei dir? Klar doch. So ein Glück, ohne Licht wirst du dort drin nämlich nichts sehen können. Farne mit Leuchtsamen wachsen in dunklen Höhlen, wie etwa auch in dieser hier. Zumindest, habe ich jetzt übersprungen, Mist. Denn da die Höhle so dunkel ist, haben meine Artgenossen bereits fast alle dieser wundersamen Früchte geerntet. Daher wache ich hier und erinnere jeden daran, die Höhle keinesfalls ohne einen Vorrat an Leuchtsamen zu betreten. Wenn du weitergehen willst, sorge für Licht und pass auf, wohin du trittst. Ja, das stimmt. Ich sag mal, wir lassen ihm zumindest seine kleine Leuchtfahne noch hier. Wir wollen ihm ja nicht alles klauen, das gehört sich nicht. Ich will jetzt auch gar nicht zu viele von denen verschwenden, aber die machen auch Licht. Ihr überlegt mal, das ist eine kleine. Und hier ist auch schon unser erstes Sonanium. Und ja, weil es gerade jemand geschrieben hat,
Triforce hat geschrieben, es soll wahrscheinlich einen Zelda-Film geben. Genau über den reden wir gleich. Ich lese kurz vor. Sonanium, ein vielfach nützliches Gestein, aus dem einst Energie gewonnen wurde und das man zu Waffen und Rüstungen weiterverarbeitete. Ja, es gibt zwar nur eine Synthese-Angriffsstärke, aber für die, die zum Beispiel jetzt hier blind gucken mit mir, wo ich mich sehr geehrt fühlen würde, auch vielleicht im VOD später, wenn das nicht mehr live ist, sondern einfach später, weil es ja offline, weil ihr es offline guckt sozusagen. Im Nachhinein. Sonanium macht zwar jetzt nicht wirklich Angriffsplus. Oh mein Gott, ich habe mich gefragt, was hier so Geräusche macht. Aber man braucht es, um die Batterie aufzuwerten. Man sagt zwar Waffen und Rüstungen steht hier. Das stimmt auch teilweise, aber es ist vor allem halt sinnvoll, hier haben wir noch ein Mario-Signum für die Batterie. Und die, ihr ahnt es vielleicht, ist unfassbar wichtig in dem Spiel. Weil ja ein Kerngedanke ist, dass man in hier bauen soll und ja, um für alles, was gebaut wird, alle Sonarbauteile braucht man. Wo sammeln wir kurz auf? Braucht man ja die Batterie. Also es ist wirklich enorm wichtig. Auf jeden Fall soll es einen Zelda-Film geben. Wenn die Info richtig ist, dann naja, dann sagen wir mal. Ich sag mal so. Dann wird er von Illumination gemacht. Das sind die gleichen, die zum Beispiel Minions oder ich glaube, ich einfach unverbesserlich gemacht haben. Die sehen auch alle toll aus, die Filme. Und auch der Mario-Film wurde von denen animiert. Ich will, wie gesagt, nichts Falsches erzählen. Aber so ist das. Und das Problem dort ist nur, dass, ihr habt das vielleicht gesehen, der Mario-Film, ich habe ihn tatsächlich noch nicht geguckt. Ich wollte dann doch nicht ins Kino, sondern den zu Hause gucken. Weil ich zu der Zeit nicht wirklich Zeit hatte mit Schule und so. Aber ihr müsst mir da wahrscheinlich zustimmen. Illumination hat eher einen Artstil, der für knuddelige Sachen passt. Und Zelda ist eher, ihr kennt es, auch wenn junge Leute das spielen, eher so, naja, ich würde nicht sagen ein ernster Artstil, weil das haben wir im BOTW und so auch nicht, aber es ist ein realistischerer. Und deswegen bin ich mir da nicht so sicher, ob das die richtige Entscheidung war von Nintendo, von Illumination, also bei den gleichen, die auch den Mario-Film jetzt gemacht haben, der super ankam, der alle Zahlen gebrochen hat, auch Zelda animieren, weil, naja, es passt nicht so ganz. Und wie will man es machen? Mario spricht eigentlich auch nicht wirklich, Link auch nicht. Wir sind gespannt, aber wenn der Film kommt, könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich am allerersten Tag den Film im Kino gucken werde und dann auch ein Review zum Film auf meinem Kanal kommt. Ich denke mal so am zweiten Tag. Also, dass ihr dann auch sofort wisst, am zweiten Tag, ist der Film es wert? Ist der gut? Was kann man dran kritisieren? Was nicht? Ich werde auch keine Spoiler sagen und wenn, dann markiere ich das. Also, es wird sehr geil. Alchemiekonstrukt. Verzeihung, ich war vertieft in die Verarbeitung von Sonanium. Sonanium? Oh, davon hast du noch nicht gehört? Bei besagtem Sonanium handelt es sich um ein besonderes Erz, das in den Tiefen des Landes abgebaut werden kann. Auch auf dieser Insel lässt sich ein wenig davon zutage fördern, jedoch nur in dieser Höhle. Unsere Zivilisation gedieh, indem sie diese Ressource verarbeitete und daraus weitere Materialien herstellt. Ich denke mal, dass auch die Konstrukte aus Sonanium gebaut worden sind. Wie jetzt? Verarbeiten? Bei der Verarbeitung wird Sonanium in einem Ofen geschmolzen und zu diversen Materialien weiterverarbeitet. Zufälligerweise steht eine Ladung solcher Materialien gerade kurz vor der Vollendung. Bitte warte einen Moment. Oh, ich merke schon, wie ich heiser werde. Ich muss mir nachher wieder die Hustenbonbons reinpfeifen, damit ich morgen weiter streamen kann. Ich muss auch noch Voice Lines machen. Oh Gott, meine Stimme, da wird so viel abverlangt. Aber gut, dass ich mich dran gewöhne. Vielen Dank für deine Geduld. Erlaube mir, dir zu erklären, welche Materialien hier gewonnen werden. Die Sonau-Energiesphäre. Sie dient den Sonau-Erzeugnissen als Energiequelle. Und dann hätten wir hier noch den Sonau-Energiekristall. Dieser enthält Energie in gehärteter Form. Verarbeiten bedeutet also, aus Sonanium Materialien mit anderen Eigenschaften herzustellen. Ja, danke. Gut. Kürzlich von mir gewonnene Materialien findest du dort im Regal. Bitte sieh dich um. Ich find's auch so süß, wie er praktisch hier den Verkäufer macht. So, okay, da hinten ist noch was. Lasst uns das auch noch mitnehmen. Ich denke mal, wir sollten hier noch einen Leuchtsamen werfen. Ich finde es auch gut, dass es immer ausgewählt bleibt. Also wenn ich jetzt R drücke, Steuerkreuz nach oben, bleibt die Leuchtfahne, also dieser Leuchtsamen. Oh Gott, nein, ich wollte ihn nicht werfen. Verdammt. Gleich ausgewählt, weil wir ihn zuletzt benutzt hatten. Das ist sehr praktisch, weil da muss man das nicht immer neu machen. Und im Prinzip, oh Gott, jetzt werden unsere Materialien
Weniger. Haben wir hier irgendwo Steine rumliegen? Jawohl. Dann lasst uns mal gleich welche hier mit ranmachen. Sehr gut. Und dann einmal noch hier das kaputt. Okay. Und im Prinzip könnte man die Sonanium jetzt sparen und wir könnten auch unsere Rüstung damit aufwerten. Aber ich werde gleich hier die Kristalle kaufen, denn damit, wer es nicht weiß, mit denen rüstet man. Ich habe ja das Batterie-Video schon hochgeladen. Das ist auch eins der erfolgreichsten Zelda-TOTK-Videos im deutschen Raum. Krass, hätte ich niemals gedacht. Die braucht man, um seine Batterie später aufzuwerten. Deswegen würde ich sagen, es passt auch gerade mit 42 perfekt. Da kriegen wir 14 Stück, soweit ich weiß. Ach, er hat nur... Ah, er hat nur begrenzt. Okay, dann kriegen wir nur 10, okay. Ja, dann kaufen wir gleich alle auf. Und dieses Sammeln, diese eins der coolsten Dinge ist, sind auch diese Sounds, also dieses... Oh, das ist so cool. Oh, ich liebe Tears of the Kingdom. Ich habe so Bock, die nächsten Tage das zu spielen. Das wird so geil. Ah, ich bitte Freund Desti, die Finger davon zu lassen, du Gierlappen. Oh, sorry, das ist ja mein Chef. Ist das möglich, dass du vergessen hast, Kapseln mitzubringen? Nee, ich habe keine, aber sag mal, schieß mal los. Diese Äußerung entnehme ich, dass du sie vergessen hast. Oder ist es sogar möglich, dass du sie gar nicht kennst? Kapseln sind handlich verpackte Sonarbauteile für unterwegs. Leicht zu transportieren und äußerst praktisch. Da du keine bei dir zu haben scheinst, gebe ich dir etwas von meinem Vorrat ab. Oh, das ist ja nett. Danke dir. Ventilator, 3 Stück. Es handelt sich dabei um Ventilatoren. Ja, im Prinzip, das können wir vorspulen. Wir haben die Ventilatoren vorhin ja schon auf der Insel gesehen. Genau, und was wir jetzt machen können, ist den hier auf den Boden zu packen. Nein, oh Gott, jetzt hätte ich den fast an Dingens. Einmal so. Okay. Ich grüße dich, Febiolo. Zack. Wenn ihr natürlich nach fragt, dann grüße ich euch so oft, wie ich kann. Und, was machen wir? Ich würde sagen, wir nehmen wieder den Knüppel und aktivieren das Ding mal. Jetzt sollten wir aufpassen. Vielleicht gibt es etwas, das wir während der Fahrt abschießen müssen. Ein Krog oder so. Das wäre natürlich... Oh Gott, wird mir hier leicht schwindelig. Sehr hilfreich. Hier gibt's nichts so weit, obwohl da geht's runter. Wartet mal, gibt's da unten was zu holen? Ah nee, hier sind wir hochgekommen. Guck mal, da ist der Eingang von der Höhle. Oh, das ist auch so cool. Und am besten gleich wieder ausmachen. Auch dich, Pingi HD, grüße ich. Niedliches Profilbild. So, gut. Und dann einmal hier noch die Pfeile mitnehmen. Und ich denke, damit haben wir das im Prinzip für heute. Anime Gamer fragt, wie lange streamst du heute noch? Ja, das soll es für heute gewesen sein, Freunde. Vielen Dank, dass wir im Prinzip die ganze Zeit jetzt nicht mehr, die ganze Zeit über 200 Leute waren, die mir zugeguckt haben, teilweise über 300, obwohl wir hier gerade im Game Tutorial sind, das die meisten von euch selbst schon gespielt haben und sogar wahrscheinlich schon mehrmals gesehen haben. Das ist, ja, also das, ihr überrascht mich immer wieder aufs Neue, im positiven Sinne. Dafür bin ich sehr dankbar, weil vor drei Jahren habe ich alleine BOTW durchgespielt und jetzt kann ich teilweise, so wie neulich, mitten in der Nacht streamen. Wir gucken uns eine Direct an und 230 Leute gucken zu. Ich weiß, im YouTube denkt man immer, oh, 230, das ist ja gar nicht so viel. Ja, stellt euch mal 230 Leute in einem Raum vor, die euch zugucken. Es ist Wahnsinn. Es ist, ja, ich wiederhole mich, aber da muss, da... Vielen Dank, also muss ich echt mal so sagen. Ich weiß nicht, ob das oft zu kurz kommt oder ob man das nicht so merkt, weil ich jetzt auch nicht so regelmäßig auftrete in Livestreams, aber lasst euch gesagt sein, dass ich das, also ja, ich schätze das schon enorm, weil ohne euch wäre das natürlich alles nicht möglich. Ich könnte hier nicht stehen, sondern ich müsste wieder im Prinzip zurück ins Bistro gehen oder sonst was machen und könnte nicht davon leben praktisch. Wie gesagt, ich verdiene jetzt nicht ultra viel Geld mit Zelda, aber definitiv genug, dass es einen normalen Job ersetzt. Und kann das hier beruflich machen. Und wessen Traum ist es nicht, zumindest von jungen Jungs, so wie ich früher. Man bewundert die YouTuber und guckt immer so zu und es ist Auszeichnung und Erholung, dass man selbst einer wird. Ich persönlich hätte es niemals gedacht. Aber ja, wir haben eine der treuesten Communities im Zelda-Bereich. Freunde, danke, einfach nur danke. Ich grüße auch noch dich, Cookie Star. Und das nächste Mal geht es weiter. Ich kündige schon an, ob es morgen was wird, weiß ich nicht, weil ich will weiter auf jeden Fall noch die Main-Videos produzieren für den Kanal. Wie gesagt, es kommt
wenn alles funktioniert, morgen oder übermorgen oder vielleicht auch erst an 3 Tagen kommt das Video online. Das ist ein großes Video. Es ist ein, ich kann es auch für euch schon sagen, ein Tipps and Secrets Video, was 22 Minuten geht, also Part 2. Ich denke mal, wir haben auch noch genug Fakten für 10 Parts oder so, 8 Parts. Die werden wir schon noch ausnutzen. Und da waren einige krasse Sachen dabei, also noch viel geiler als die in der ersten Folge. Das wird heftig, da möchte ich mich noch drauf fokussieren. Ich versuche alles, um morgen den Stream zu schaffen, wie gesagt, täglich 16 Uhr. Ich kann es nicht versprechen, vor allem, weil meine Stimme jetzt schon angeschlagen ist. Ich verspreche euch aber, dass ich mir gleich die Hustenbonbons hinterknallen werde, dass ich morgen wieder fit bin. Und dann vielen Dank fürs Zugucken, Freunde. Wir speichern jetzt hier das erste Mal gemeinsam ab. Und ja, hoffentlich sehen wir uns morgen. Wenn wir streamen, dann geht es immer ab 16 Uhr los. Bis 18 Uhr oder 15:50 bin ich dann immer schon on, so wie heute, dass wir uns darauf vorbereiten können, ein bisschen reden können, aufwärmen und so. Und ansonsten, ja, habt vielen Dank fürs Zugucken und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, Freunde. Tschüss.